und herzlich willkommen beim 72. Netzpolitischen Abend. Mein Name ist Thomas Lohninger und ich darf Sie heute hier begrüßen zu einer Podiumsdiskussion mit Vertretern von allen fünf im Nationalrat vertretenen Parteien. Vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir sind heute hier zu Gast beim Presseclub Concordia und wir sind aber auch vertreten natürlich live im Internet und in den freien Radios in Linz, Graz, Wien, Salzburg und Vorarlberg. Und natürlich wird der Mitschnitt dieser Sendung nachher auch noch auf netzpolitischerabend.wordpress.com abrufbar sein. Was ist der Netzpolitische Abend? Ganz kurz, das ist ein Community-Format, das es seit 9 Jahren gibt. Wird getragen von so gut wie allen NGOs, die in dem Bereich in Österreich aktiv sind und ist ein Debattenraum, den wir hier eröffnen. Und in dieser Runde wollen wir auch nochmal explizit danken für die Organisationen Wikimedia Österreich, Neub, 994 Business und Epicenter Works, die das heute hier möglich gemacht haben. Und ein besonderer Dank geht nochmal an die freundliche Unterstützung vom Presseclub Concordia. Wir haben jetzt hier eine Stunde Debatte mit den Abgeordneten und den Kandidatinnen anberaumt und danach wird es auch noch die Möglichkeit für Fragen aus dem Publikum geben, sowohl hier aus dem Raum als auch von dem Livestream. Das heißt, Sie können auch dort schon Ihre Fragen deponieren, wenn Sie etwas wissen wollen. Deswegen würde ich jetzt gerne noch mein Podium hier begrüßen und wir fangen an mit Eva-Maria Himmelbauer von der ÖVP. Dankeschön. Süleyman Zorba von den Grünen. Danke für die Einladung. Ines Holzegger von den NEOS. Danke. Gerhard Dalmeck von der FPÖ. Und Katharina Kocharowicz von der SPÖ. Hallo und danke für die Einladung. Wunderbar. Mein Name ist Thomas Lohninger von Epicenter Works und ich würde sagen, wir fangen gleich an mit Medias Res. Und wir wollen auch gleich mit einem Thema anfangen, das sehr close to home ist und auch von Wikimedia Österreich sich gewünscht wurde, nämlich die Zivilgesellschaft als solche mal in den Fokus nehmen. Es gibt ja auf der einen Seite die Frage, wie wichtig denn für Ihre Arbeit oder wie unwichtig für Ihre Arbeit die Stimmen aus der Zivilgesellschaft denn eigentlich sind. Weil ich glaube, da hat sich ja auch in den letzten Jahren einiges verändert bei manchen Parteien und da wäre es uns wichtig zu verstehen, welche Bedeutung Sie netzpolitischen Vereinen zuweisen würden, aber auch wie Sie denn generell so diese Szene wahrnehmen. Es gibt im Transparenzportal des Finanzministeriums für alle NGOs so Möglichkeiten, nach Förderungen zu suchen. Für Netzpolitik gibt es da nichts. Früher gab es auch bei der FFG, der Forschungsförderungsgesellschaft, die Möglichkeit, Open-Source-Förderungen oder Förderungen für offenes Wissen abzurufen. Die sind inzwischen auch alle ausgelaufen. Wir haben in den Wahlprogrammen von ÖVP und FPÖ die Forderung nach mehr Transparenz und Offenlegungspflichten für Vereine und die NEOS fordern in ihrem Wahlprogramm ja auch, dass es eine Offenlegung geben muss, inwieweit NGOs Einfluss auf die Gesetzgebung haben. Und deswegen würde ich auch gerne mit Ihnen anfangen, mit den NEOS und dann reihum gehen, wie Sie sozusagen generell die Rolle denn sehen. Also ist das, so wie es vielleicht früher war, eher der Feind, der von außen reinschreit oder hat sich da was verändert? Danke für die Frage. Es ist tatsächlich sehr, sehr relevant, weil in der Politik braucht es unbedingt auch Expertinnen und Experten von außen, die das täglich miterleben, was passiert, was rundherum wichtig ist. Und ich würde eine Parallele schlagen zur EU. Dort gibt es aktuell schon dieses Transparenzregister, dort gibt es aktuell schon dieses Register, wo jeder Bürger, jede Bürgerin einsehen kann, welche NGO, welche Firma, wer da mit den Gesetzgebern spricht. Und ich würde stark das ablehnen zu sagen, alle diese Interventionen sind negativ, weil nur so kommt man zu neuen Ideen, nur so bekommt man auch die Probleme mit, die die Bevölkerung hat oder spezielle Gruppen haben. Und ich glaube, in Österreich ist da einfach noch so viel dunkel, dass man Licht ins Dunkel bringen muss. Und einfach auch diesen Stempel, es ist was Negatives, wenn man von der Zivilgesellschaft Inputs mit reinbringt, den einfach wegnehmen. Herr Zauber? Also ich habe hier das Mikrofon schon noch vor der letzten Diskussion das Mikrofon geschädigt. Also ich würde da schon stark unterscheiden zwischen zivilgesellschaftlichen Organisationen, NGOs wie zum Beispiel Neub, Epicenter etc. oder dem klassischen Lobbyismus von Großkonzernen. Ich glaube, dass man das nicht in einem durchdiskutieren sollte, weil ich glaube, das war nicht
ganz klar. NGOs sind in vielen politischen Bereichen Bündnispartnerinnen, sei es jetzt im klimapolitischen Bereich oder auch im netzpolitischen Bereich, und möchte nur meine Dankbarkeit ausdrücken. Ist nicht immer leicht mit den vielen Gesetzesmaterien, die auf den Weg gebracht werden. Und da wird immer wieder im Begutachtungsverfahren sich eingebunden, Kritik geäußert oder Verbesserungswünsche. Und von meiner Seite, also es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie da teilnehmen an diesem Prozess. Und ein Danke, dass Sie überhaupt teilnehmen, weil ich glaube, vielerorts ist das passiert, das ja ehrenamtlich und ohne einer Bezahlung. Es ist quasi aus einem Idealismus heraus. Und das ist nicht selbstverständlich. Also danke von meiner Seite. Die Perspektive aus meiner persönlichen Arbeit ist, ich greife sehr viel darauf zurück. Also zum einen natürlich im Gesetzwerdungsprozess, wenn es um die Stellungnahmen geht, die auch eingehen und sich selbst auch ein Bild zu machen, wie so die grundsätzliche Position von bis. Ja? Also für mich gilt auch immer eine sehr offene Gesprächseinladung. Also nicht immer möglich, der ein Gespräch möchte oder sowas, ein Anliegen vorbringen möchte, gebe ich dem Rahmen und den Raum dafür. Ich glaube, das ist meine Verantwortung auch als Politikerin, dass ich zur Verfügung stehe für persönliche Gespräche. Ich nutze aber auch die Tools, die gerade die Zivilgesellschaft und Vereine, Organisationen wie ihr seid, auch selbst zur Verfügung stellt. Seid ihr so frei, auch dass ihr viele Positionen online auf euren Plattformen bringt. Und das ist natürlich auch in meiner Recherchetätigkeit für den ein oder anderen Gesetzesentwurf, für das ein oder andere Anliegen. Nicht zwingend immer in derselben Meinung, aber zumindest auch zu hören und zu lesen, was die Gegenmeinung ist. Was sind die vielleicht andere Überlegungen oder andere Positionen, die man vielleicht auch berücksichtigen sollte. Und ich glaube, das spricht jetzt dann nicht nur für uns als Abgeordnete, wo ich es pauschal sagen würde, sondern in vielen Initiativen auch, glaube ich, auf Regierungsebene gab es dort oder da auch schon gute Ansätze, wo eine gute Zusammenarbeit, glaube ich, auch gelungen ist. Ja, sicherlich auch ausbaufähig. Vielen Dank. Frau Krawitz. Also für mich ist es total selbstverständlich. Ich darf 10 Jahre jetzt Abgeordnete sein und auch davor aus der Jugendorganisation kommend, dass der Austausch mit der Zivilgesellschaft, mit NGOs, was für mich ganz Selbstverständliches und Zentrales ist. Und ich schätze das ungemein wert, eure Expertise auch als netzpolitische Sprecherin der Sozialdemokratie, da diesen Austausch zu pflegen. Ob es jetzt wirklich im Rahmen von Stellungnahmen ist, die ihr sie öffentlich sozusagen kundtut oder einfach auch durch Abende wie heute oder auch darüber hinaus. Also für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Was ich aufnehme aufgrund Ihrer Frage ist die Förderanträge. Also ich finde, das muss man sich im Detail nochmal ansehen, warum sozusagen gerade die netzpolitischen Agenden in einer Zeit, wo wir, wie drücke ich es aus, nicht mitten, sondern eh schon über die Digitalisierung hinweg sind eigentlich, ja, wo es um Bürgerinnenrechte geht, Datenschutz, Grundrechte im Internet, diese Förderungen nicht gibt, also das nehme ich auch mit. Danke für die Frage, weil das hatte ich in dieser Dimension nicht am Schirm. Aber wie gesagt, für mich selbstverständlich, diesen Austausch zu pflegen und ungemein wertschätzend, ganz ehrlich. Ja. Und ich halte es auch als Volksvertreterin für ganz zentral, das so zu leben. Herr Daimek, wie sind das die FPÖ? Die Mitbehandlung oder die Diskussion gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und zwar mit allen Teilen ist ein ganz elementarer Punkt in der politischen Diskussion rund um die Entstehung von Gesetzen. Daher auch das Nachfragen sozusagen nach den Förderbereichen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil in der Entstehung von Gesetzen oder auch danach, Kritik danach an der Umsetzung, das zu hinterfragen und zu schauen, ob man sich auch entsprechend politisch positioniert hat und ob man in der Umsetzung und Verwaltung das Richtige gemacht hat. Was ich mir und auch, dass natürlich da Vereine wesentlich stärker und konzentrierter arbeiten können, als das Einzelpersonen sind, ist ganz klar. Was man sich, glaube ich, nicht erwarten sollte, ist, dass man direkt in die Gesetzgebung einfließt, direkt als Institution oder umgekehrt, dass, wenn Beiträge im Bereich der Gesetzgebung kommen, dass dann das auch 1:1 umgesetzt werden muss. Also Mitarbeit ja, irgendwer hat die letzte Verantwortung. Und das wäre dann schlecht zu sagen, naja, wir haben ja dann der Zivilgesellschaft das gegeben und jetzt ist das leider ein Blödsinn und daher nehmen wir die nicht mehr mit. Das wäre überschießend.
Wenn das für die industriellen Vereinigung auch gilt, ich glaube, dann haben wir einen Deal. Kommen wir zum großen Thema, um dem auch genügend Raum zu widmen. In der vorherigen Diskussion bei der ISPA hatten wir es schon, wir können es nicht aussparen. Dank der ÖVP ist jetzt eines der präsentesten Themen im Wahlkampf auch ein sehr netzpolitisches mit dem Bundestrojaner. Ich würde da gerne auch, kurze Historie, das ist nicht der erste, sondern der vierte Anlauf einer Legalisierung von einer solchen Überwachungsmöglichkeit. Es geht im Kern um die Überwachung von verschlüsselten Nachrichten, aber eben auf den jeweiligen Zielgeräten, also auf den Smartphones, aber auch vielleicht auf den Desktop-Rechnern von Zielpersonen. Und wir haben auch noch eine laufende Begutachtung dieses Gesetzes bis zum 25. September. Für die Legislaturperiode ist eh schon egal, das geht sich nicht mehr auszubeschließen, aber wir können ja stark damit rechnen, dass das Ganze auch Thema bei Koalitionsverhandlungen sein wird. So würde ich auch gerne die Frage anlegen, ob für Sie ein Bundestrojaner eine Koalitionsbedingung ist, egal ob in die eine oder in die andere Richtung. Also gibt es da eine klare Meinung Ihrer Partei, für die Sie sprechen können? Und Frau Himmelbauer, ich würde mit Ihnen anfangen. Ich fange gerne damit an. Ich bin mir auch der Position jetzt da erinnern bewusst, dass ich die einzige Vertreterin hier bin. Unser Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Nehammer hat schon auch die Intention ja dahinter versucht zu erläutern. Worum geht es uns? Der Verfassungsschutzbericht 2023 zeigt auf, dass das Thema Extremismus, staatsfeindliche Verbindungen immer ein stärkeres werdendes Thema auch wird. Dem Phänomen müssen wir uns einfach stellen. Und dass halt einfach große Gefahren auch davon ausgehen. Wir sehen, dass unsere Sicherheitsbehörden auf einigen Augen auch blind sind, wenn es um entsprechende Sicherheitsmaßnahmen geht, um auch zu ermitteln, zu erkennen, ob Gefahrenquellen da sind. Und das ist eben auch der Vorschlag, neben dem, dass wir derzeit auch schon im Bereich der Telefonüberwachung schon Erlaubnisse haben, dies auch auszudehnen auf weitere Kommunikationsformen, wie es auch der Messenger-Dienst ist. Ja. Und das ist die Intention dahinter. Natürlich unter Beachtung des VfGH-Urteils, natürlich auch unter Beachtung, dass das nur unter Richtervorbehalt möglich sein soll. Da geht es nicht um eine Massenüberwachung oder jeden Einzelnen zu überwachen, sondern bei konkreten Situationen, wo einfach der Verdachtsfall konkret nachgewiesen werden kann, auch mit Richtererlaubnis das zu tun und mit einer weiteren Überprüfung auch des Rechtsschutzbeauftragten das zu ermöglichen. Ich würde mir erhoffen, dass wir in dem Fall einfach eine sehr sachliche, unaufgeregte Diskussion führen können, und das wird sicherlich auch ein Thema der Koalitionsverhandlung sein müssen, weil das Thema von terroristischen Angriffen, schweren Straftaten, die einfach ein Thema sind, uns auch in Zukunft weiterhin betreffen werden. Und natürlich bin ich auch der Meinung, wir haben es vorher bei einer anderen Diskussionsrunde auch schon gesprochen, das ist nicht das einzige Maßnahme, die uns da in der Terrorismusbekämpfung zur Verfügung steht. Natürlich geht es auch um Prävention, es geht um Bildungsaufträge, es geht um Hilfe bei Früherkennung, wenn es schon Strömungen gibt und Ähnliches. Ja. Aber sollte das der Fall sein, wenn hier konkrete Pläne gemacht werden, dann ist tatsächlich der Fall, dass wir hier vieles nicht mitbekommen würden, wenn es nicht Gott sei Dank wieder eine gute Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsbehörden in anderen Ländern gibt, die uns, wie im Fall Taylor Swift-Konzerte, jetzt darauf aufmerksam gemacht haben, dass hier etwas vorliegt, das auch über die Messenger-Dienste kommuniziert worden ist. Ja, nicht nur im Internet, sondern auch über Messenger-Dienste. Und diese Informationen nutzen wir dann. Also das ist dann scheint in Ordnung zu sein. Wir nutzen es auch für Gerichtsverfahren. Wieso dürfen aber dann unsere Strafverfolgungsbehörden nicht auch ähnliche Befugnisse erhalten, wenn es unter einem kontrollierten Rahmen stattfindet? Wir machen das jetzt da auch bei den anderen Überwachungsmaßnahmen, die ja gesetzlich geregelt sind, im Sinne eines Rechtsstaates, dass zum Beispiel auch das Parlament einen Bericht jährlich darüber bekommt, wie hoch die Anzahl ist, welche Fälle überwacht werden oder Ähnliches. Und natürlich in diesem Ausmaß nicht mehr, stellen wir uns das auch vor. Eine kurze Nachfrage dazu. Mhm. Bei dem Taylor Swift-Fall, den Sie angesprochen haben, gab es diese Meldung durch die CIA und einen anderen Dienst, aber von allem, was man weiß, war das ja eine unverschlüsselte Kommunikation, um die es da ging. Das war eine offene Telegram-Gruppe, wo dieses Bekennervideo geschickt wurde. Und interessant ist, dass es im Moment ja auch nicht mal eine Rechtsgrundlage für unverschlüsselte Kommunikation für den DSN gibt. Das heißt, der kann sich nicht als verdeckter Ermittler da im Moment in diese Gruppe begeben, um dann vielleicht eine gefährliche Bewegung zu beobachten und ein Gefahrenprofil zu entwickeln. Also die Frage zielt darauf ab,
Es ist sehr fokussiert auf den Bundestrojaner. Und ich bin komplett bei Ihnen, es gibt da viele Sachen, aber für dieses eine Thema gibt es da eine klare Linie der Partei, dass man sagen kann, uns gibt es nur in der Regierung, wenn es auch einen Bundestrojaner gibt? Es muss Gesprächsthema sein und ich bin offen und ich glaube, und auch da spreche ich für meine Partei, offen für also konstruktive Vorschläge, die in die Zielerreichung gehen. Ja? Dass das jetzt da vollkommen ausgeschlossen ist, dass wir in eine Koalition gehen, wenn das nicht kommt, nein, das kann ich nicht sagen. Ja? Aber es braucht auf jeden Fall eine Diskussion darüber, wie wir mit diesen Phänomenen auch in Zukunft umgehen und wie wir unseren Strafverfolgungsbehörden auch entsprechende Mittel und Tools an die Hand geben, damit sie auch entsprechend arbeiten können. Und das ist sicherlich das, was du anführst, auch ein Thema, das mit bedacht werden muss. Ja? Aber ich würde den Schritt und noch den weiteren Schritt gehen. Ja. Vielen Dank. Kocharowitz. Wir stehen für keine anlasslose Massenüberwachung zur Verfügung als Sozialdemokratie. Das ist nicht neu, das verfolgen wir schon länger, weil, wie von Ihnen angesprochen, gab es ja den Bundestrojaner bereits in der Zeit, wo ÖVP und FPÖ miteinander koaliert haben. Das war 2017 bis 2019 und wir sind damals als Sozialdemokratie gemeinsam mit den NEOS vor den VfGH gezogen, der das dann auch gekippt hat. Ja. Also wir sind völlig dagegen und ich habe auch Kollegin Himmelbauer in der vorigen Diskussion, weil wir waren in einer ähnlichen oder fast ähnlichen Konstellation bereits zusammen heute, schon gefragt, ob sie eigentlich eine Technologie kennt, die verfassungskonform ist. Es ist nämlich keine bekannt. Und wenn man sich jetzt den Entwurf ansieht, der mittlerweile online ist, also von Seiten des Innenministeriums, und sich die Stellungnahmen hier auch ansieht von Experten, Expertinnen, das sind sozusagen nicht ausschließlich parteipolitisch motivierte Personen, die dahinter stehen, ist das ziemlich vernichtend. Und die große zentrale Frage, welche Technologie entspricht unserer Verfassung? Keine. Ja? Und es gibt auch keine. Und deshalb finde ich es wirklich wieder mal ziemlich unerhört und ziemlich, wie soll ich das sagen, überschießend. Wir kennen das schon aus der Vergangenheit. Ich sage das ganz ehrlich. Wir haben immer begonnen unter Terrorismusbekämpfung peu à peu den gläsernen Menschen zu erzeugen. Ich erinnere an die Gesichtserkennungssoftware, die mit dem Hintergrund etabliert wurde, im Innenministerium geschaffen wurde, die Möglichkeit, um eben Terror zu bekämpfen, um Terroristinnen, Terroristen oder Gefährderinnen, Gefährder, so möchte ich es formulieren, schnell sozusagen zu erfassen. Bitte schauen Sie sich ganz ehrlich gesprochen jetzt Anfragebeantwortungen an von Seiten des Ministeriums, bei welchen Paragraphen die Gesichtserkennungssoftware eingesetzt wird. Da geht es nicht um einen Terrorismusparagraph. Ja? Das sind Delikte, die damit überhaupt nicht im Zusammenhang stehen. Was möchte ich zum Ausdruck bringen? Ja? Es geht immer peu à peu. Es passiert peu à peu. Die Aushöhlung auch unserer Rechte im Internet, das Recht auf Grund- und Privatsphäre. Und deshalb ist der Aufschrei bei uns so groß und nicht nur bei uns in der Sozialdemokratie, sondern es sehen alle Fraktionen, die sonst im Parlament vertreten sind. So, die FPÖ hat sich hier gewandelt, weil immerhin habt ihr den Bundestrojaner mitbeschlossen. Und natürlich viele aus der Zivilgesellschaft. Und ich finde, das darf man nicht lapidar irgendwie abtun. Ja, das stört mich so. Und es stört mich vor allem deshalb, weil eben, und Sie haben das angesprochen, die Taylor Swift-Konzerte aufgrund, also der vermeintliche Täter hat sich bereits in öffentlichen Gruppen und im Internet bekannt. Wo liegt das Problem bei den Behörden? Ich glaube, es fehlt sehr viel an Personal, ich sage das ganz ehrlich, und an Ressourcen und auch an ausgebildetem Personal, die das auch dementsprechend screenen und eruieren können. Und da brauche ich keinen Bundestrojaner, der uns alle zu gläsernen Menschen macht und uns ins Terroreck stellt. Da sind wir völlig dagegen. Ich möchte das einfach in aller Vehemenz und Deutlichkeit auch sagen, weil es uns wirklich begleitet seit Jahren und immer wieder der Anlauf gemacht wird. Und ich kenne keine verfassungskonforme Technologie. Aber wäre das auch eine Koalitionsbedingung für die SPÖ, wenn die ÖVP das fordert? Wir sind da sehr, nachdem wir das seit 2017 und auch schon davor in unterschiedlichsten Konstellationen, wenn ich das so sagen darf, auch innerhalb unserer Bewegung oder meiner Bewegung vertreten, gehe ich davon aus. Wir haben immer auch, also es geht ja sozusagen, wie drücke ich das aus, auch der jetzige Entwurf entspricht in keinster Weise der Verfassung. Wie kann ein Ministerium
erneut einen Entwurf formulieren, der verfassungswidrig ist. Und dann erwarten, dass alle sagen, puh, jetzt ist der Entwurf da und bis 25. September gibt es Stellungnahmen und jetzt beschließen wir das dann in der neuen GB. Und das ist das, was uns definitiv stört. Und ich würde meinen, ich sage das so, einen Bundestrojaner wird es mit der Sozialdemokratie nicht geben. Herr Daimek. Ja, genug gelitten, hätte ich fast gesagt, mit einem historischen Zitat. Nein, es ist ganz einfach. Wenn ich es nicht schaffe, meine Grenzen außen zu sichern, dann bleibt offenbar nach den Spielregeln der ÖVP nur mehr die Überwachung der eigenen Leute und das sehen wir absolut nicht ein, dass das gemacht wird. Noch dazu, und du hast das ja schon gesagt, die Überwachung ist ja dann nicht im Bereich der terroristischen Sachen, sondern in allen anderen Fächern. So wie es ja traditionell den Mafia-Paragrafen dann für die Tierschützer gegeben hat. Das ist ja alles eine missbräuchliche Anwendung von Gesetzen. So kann man das nicht machen in einer Regierung, wenn man den Anspruch stellt, wirklich die Bevölkerung zu vertreten. So. Und dieses stückweise Abschneiden von den Bürgerrechten, von den Zivilrechten, hat schon eine gewisse Systematik. Und darum auch das Zitat, in dem Fall, jetzt sage ich dazu, von Guido Westerwelle, die Freiheit verliert man scheibchenweise. Es ist wieder ein Scheibchen dazu, von den Bürgerrechten, von den Freiheiten etwas abzuschneiden. Und das geht nicht. Ja, ich weiß, wir haben historisch seinerzeit einmal dort zugestimmt. Das war Koalitionsbedingung. Wir haben genügend drum diskutiert, auch gelitten, selber als Partei. Und ich habe da herinnen, ich glaube 2018, dann die Frage gekriegt, warum habt ihr da mit dann? War ein Fehler und ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass wir das in irgendeiner Form weiterziehen. Vor allem mit dem, was wir seither 19 bis 22 alles an unterschiedlichen Bewegungen in Österreich hatten und dass man da dann solche Werkzeuge, die im Bereich des Terrorismus nicht wirklich verhaftet sind und helfen, dass man das dann aber für alle anderen Fälle möglicherweise sogar ideologisch ausbreitet. Das heißt, das wäre für Sie dann auch eine Bedingung, um überhaupt in der Koalition zu sein. Genau. Vielen Dank. Herr Zauber. Ja, für uns ist das Thema auch recht klar. Wenn man es gewollt hätte, hätten wir es die letzten 5 Jahre schon mit der ÖVP umsetzen können. Und wir haben es zum Beispiel nicht gemacht, Herr Daimek, obwohl es da einen massiven Druck gab, alle 6 Monate seitens der ÖVP das umzusetzen. Ich halte es rechtlich sowie technisch für sehr schwierig. Wenn wir das rechtlich jetzt irgendwie hinbekommen, gibt es nach wie vor auch die Frage, die auch die Frau Kucharowicz in den Raum gestellt hat, wie soll das technisch denn überhaupt ablaufen? Wie soll das denn funktionieren? Und da gibt es noch sehr, sehr viele Fragezeichen, nicht nur in Österreich, sondern europaweit, wo diese Software oder ähnliche Softwarelösungen eingesetzt werden. Jetzt gibt es in Deutschland die Debatte darüber, ob die Polizei in Wohnungen einbrechen soll, um Zugriff aufs Gerät zu haben, um so eine Software zu überspielen. Da frage ich mich, okay, wenn du schon im Schlafzimmer bist, wo das Handy ist, nimm es mit. So, dann ist es eine Hausdurchsuchung, wenn es einen konkreten Verdacht gibt mit richterlichem Beschluss, das kennen wir ja heute schon in der Strafverfolgung, ist jetzt nichts Neues. Und da werden immer wieder auch Argumente in den Raum gebracht, wo ich mir dann auch aus technischer Sicht, wenn man das Rechtliche weglassen, schwer tue, wo dann behauptet wird, es gäbe irgendeine ominöse, magische Möglichkeit, nur auf die Nachrichten zuzugreifen mit einem Trojaner und nicht auf das gesamte Gerät. Ich frage mich, wie das funktionieren soll, ohne die Verschlüsselung aufzuheben, weil es gibt nicht ein wenig Verschlüsselung, ein bisschen Verschlüsselung, dann entweder es gibt Verschlüsselung oder es gibt keine Verschlüsselung. Und diese ganzen Lösungen, die in den Raum gestellt werden mit, es wird versichert, dass nur auf die Nachrichten zugegriffen wird und nicht aufs Handy, halte ich ehrlich gesagt für Märchen. Und mir sind auch keine Lösungen bekannt, die das in der Form anbieten. Und es ist gut, dass wir das sachlich diskutieren und sachlich debattieren und auch vielleicht einen guten Rahmen dazu gefunden haben, heute zum zweiten Mal darüber zu diskutieren. Ich finde, dass man da einfach auch ganz offen kommunizieren soll, wenn man Hausnummer Pegasus einsetzen möchte in Österreich oder irgendeine andere Software aus diesen Kreisen, man möge das einfach offen sagen und dann diskutieren wir darüber. Aber alle 6 Monate über irgendein anderes Thema immer auf den Punkt zu kommen, da fehlt uns auch die Zeit, über jene Dinge zu reden, mit denen wir unseren Behörden besser helfen können. Es würde uns zum Beispiel groß helfen, wenn man nicht einen Nachrichtendienst zerschlägt, indem man Hausdurchsuchungen darin macht und dann das Vertrauen auch von Nachrichtendiensten aus dem Ausland verliert, dass man da die Kommunikation verliert und dass da auch kein Informationsaustausch mehr in der Form stattfindet. Also vielleicht habt ihr beim
Bundestrojaner nicht willentlich mitgemacht, aber das BVT habt ihr willentlich zerstört. Das muss man schon auch die Verantwortung dorthin geben. Jetzt sich an die ÖVP abputzen, ist sehr einfach, aber auch die eigene Verantwortung vielleicht ein bisschen hinterfragen. Auf der anderen Seite gibt es ja viele, viele andere Dinge, die man bis zu dem Zeitpunkt, wo wir über den Bundestrojaner diskutieren sollten, erledigen muss. Und danach kann man ja sicher sachlich, rechtlich und technisch darüber diskutieren, aber von mir ein klares Nein. Okay. Das werde ich auch als Antwort auf die eigentliche Frage. Frau Holziger. Ich stimme mit der Kollegin von der SPÖ überein. Wir NEOS sind ganz klar gegen eine Massenüberwachung. Waren schon jahrelang dagegen und sind natürlich sehr stark darauf bedacht, dass die Privatsphäre nicht nur im Offline, in der Offline-Welt, sondern auch online geschützt ist. Ich arbeite selbst in der IT und mit Verschlüsselung und ich kann sagen, es ist nicht möglich, dass man das macht. Es ist technisch einfach nicht möglich. Die Politik kann sich wünschen und das in Gesetze gießen, dass es möglich sein muss, aber die Kryptografie gibt es halt nicht her. Und man muss da schon den technischen Möglichkeiten folgen. Und bitte erlauben Sie mir das, aber es entsteht schon der Eindruck, dass die Privatsphäre in Chats nur dann irgendwie wichtig ist, wenn man ein ÖVP-Parteibuch hat. Weil dann ist es wieder wichtig, dass man da die Privatsphäre schützt. Und für uns ist aber wichtig, dass alle Österreicherinnen und Österreicher da nicht überwacht werden. Und ein wichtiger Punkt, der auch noch nicht genannt wurde, ist, was passiert denn da, wenn ein Staatstrojaner wo eingesetzt werden muss? Da werden Sicherheitslücken vom Staat ausgenutzt. Das heißt aber auch, dass der Staat das Interesse hat, dass diese Lücken möglichst lange offen sind. Und das gefährdet wieder die gesamte Bevölkerung, weil diese Lücken nicht geschlossen werden können. Und ein letzter Punkt noch zu dem Ganzen. Wer wird da unterstützt? Die Softwarehersteller sind schon genannt worden. Die haben Geschäfte, die nicht immer lupenrein sind. Die unterstützen Autokraten, Diktatoren und so weiter. Und wollen wir als Österreich wirklich diese Art von Überwachung unterstützen und diese Art von Hersteller? Für mich ein klares Nein. Und NEOS ist da eben auch sehr klar auf der Seite der Privatsphäre und gegen die Massenüberwachung. Ich würde gerne einen Satz noch sagen, weil ich es auch als österreichisches Parlament eigentlich als Vorführung empfinde, dass wir einen Antrag auf Stellungnahme im Rahmen eines Ausschusses verabschiedet haben, das können wir, wo wir uns ganz klar gegen die, damals war das Thema die SISAM-Verordnung, die Chat-Kontrolle, ausgesprochen haben. Und da ging es ja um die Aufhebung der End-to-End-Verschlüsselung und wir hatten damals sozusagen diesen Antrag formuliert und das war überfraktionell formuliert und haben damals die Bundesregierung aufgefordert, auf keinen Fall dieser Aufhebung zuzustimmen. Das war ja damals die Verordnung, hätte das vorgesehen. Und das finde ich schon dann ziemlich dreist, dass diese Bundesregierung, ein Teil dieser Bundesregierung, in dem Fall die ÖVP, auf diesen Beschluss pfeift, wenn ich das so salopp formulieren darf, und trotzdem einen eigenen Gesetzesentwurf, der genau das untergräbt, ins Rennen führt oder ins Treffen führt. Fairness halber darf ich schon dazu sagen, die Bundesregierung und alle Regierungsmitglieder haben sich an diesen Antrag auch gehalten und haben auch entsprechend diesem Antrag gegen diese Verordnung gestimmt. Ja. Das ist ja trotzdem legitim, in einem anderen Bereich weiterhin darüber zu diskutieren und das auch öffentlich. Es ist ja auch dieser Antrag oder dieser Gesetzesentwurf öffentlich, um möglichst breit einzubinden. Das haben wir wieder bei dem Thema Zivilgesellschaften, Interessensverbinden, Einzelpersonen, die auch hier wiederum ihre Stellungnahme abgeben können zu einem Gesetzesentwurf. Ja. Und glaube ich, das ist ja die beste Form der Demokratie, dass man da jetzt versucht, auch größtmöglich einzubinden. Vielleicht, damit wir auch ein bisschen weiterkommen. Danke, dass du es angesprochen hast. Wir haben da damals im EU-Unterausschuss einen gemeinsamen Antrag auch auf die Beine gestellt, der positiv abgestimmt wurde, wo sich auch die Bundesregierung, die Ministerinnen dementsprechend verhalten haben in den EU-Gremien. Jetzt stehen wir aber vor einer Gefahr, dass die ungarische Ratspräsidentschaft das Anfang Oktober nochmal auf die Tagesordnung bringen wird. Und ich hoffe, dass wir auch dann in der Phase, wo die Politik vielleicht ein paar Tage mit sich selber beschäftigt sein wird nach der Wahl, dass die Zivilgesellschaft da auch wirklich wachsam und aktiv drauf schaut, dass wir den Druck wieder aufrecht bringen, wie Mitte Juni war das, wenn ich mich nicht falsch erinnere,
wo alle Telefonleitungen geglüht haben, dass wir die Abstimmung dementsprechend verhindern können, die dann am Ende eh nicht stattgefunden hat. Mhm. Aber dass wir da weiterhin wachsam bleiben. Also auf der einen Seite schauen wir, dass der Bundestrojaner nicht kommt und auf der anderen Seite, dass die EU-Chat-Kontrolle nicht über die Ziellinie gebracht werden kann. Und ich hoffe, dass wir da auch weiterhin im Parlament eine einstimmige Lösung dazu finden können, weil unser Beschluss hebt sich ja meines Wissens mit der Ende der GP auf und dass wir relativ rasch am Anfang der nächsten GP wieder einen Antrag im Unterausschuss zusammenbringen, der diese Position auch weiterhin aufrecht hält. Wer da noch immer weiterhin vertreten ist. Ich orte der Zustimmung. würde sich die Zivilgesellschaft wünschen, Österreich war ja damals europaweit in einer Vorreiterrolle bei diesem Thema. Genau. Aber ich würde gerne, artverwandt, aber ein bisschen was anderes, und zwar das Thema Spionageabwehr. Ist etwas, das ja schon seit über 10 Jahren eigentlich in der Debatte ist, seit wir durch Edward Snowden gelernt haben, dass es wirklich massive Überwachung durch die NSA in Österreich gibt. Österreich ist ein sogenanntes Full-Tech-Land, also hier wird sehr viel von ausländischen Geheimdiensten spioniert. Dieses Thema findet sich auch in den Wahlprogrammen von ÖVP, Grünen und NEOS. Zum Teil eben mit, man muss was tun gegen diese Spionage, zum Teil auch, man muss den Straftatbestand reformieren. In Österreich ist es ja, das ist einer von ganz wenigen Ländern, nicht per se illegal, einen Nachrichtendienst zu betreiben, sondern nur, wenn dieser gegen die Interessen der Republik verstößt. Das heißt, diesen Gesetzesentwurf, den gibt es inzwischen auch von, glaube ich, Grünen Justizministerium, aber so spät, dass er auf keinen Fall mehr beschlossen werden kann. Aber ich werte, das ist Positionierung. Da würde mich jetzt aber eben vor allem bei SPÖ und FPÖ interessieren, wie sehen Sie dieses Thema ausländische Spionage? Herr Dymek, da geht es ja auch irgendwie um Gefahren von außen. Vollkommen richtig. Vielleicht haben wir in Österreich damit zu leben gelernt, seit den Zeiten des Weltkriegs, dass bei uns alle Mächte sich ein Stelldich eingeben und das, was wir als Politik betreiben im Land, sowieso unter Anführungszeichen bei den ausländischen Geheimdiensten mitläuft. Ich sehe es ein bisschen kritischer, nämlich nicht nur, dass die Informationen rausgehen, sondern dass umgehend sofort die Wünsche angemeldet werden, was wir zu tun haben oder was wir tun sollen. Und es ist vor allem dort kritisch, wo wir wirklich um, nennen wir es jetzt einmal Staatsgeheimnisse, ganz allgemein, wo die einfach nach außen getragen werden. Das hat eigentlich in unserem Land nichts verloren. Aber die Überwachung der Bevölkerung? Da sollten wir uns ein bisschen historisch ein bisschen nachschärfen. Selbstreflexion? Die Frage ist ja auch die Überwachung der Bevölkerung. Darum geht es ja auch. Also da sind wir sehr sensibel. Das heißt, würden Sie da etwas tun gegen diese Spionagetätigkeit in Wien, die ja nicht nur die hier ansässigen internationalen Organisationen betrifft, sondern ja jeden, der in Transnubien lebt, sehr wahrscheinlich, wenn nicht das ganze Land. Das ist richtig. Also da muss man, wenn man etwas macht, und zwar gleich mit der sogenannten gesetzlichen Keule, muss man sehr vorsichtig sein, damit man nicht in den Bereich, den Sie zitiert haben, nämlich mit den Bürgerrechten reinkommt und dann sowieso automatisch die eigene Bevölkerung unter Generalverdacht stellt. Das Ganze ist ja aufgepoppt, nicht aufgrund der Ägis-Ott-Affäre, nicht? Das war ja also nicht Affäre, oder ja, Affäre, die heuer vor dem Sommer publik wurde, nicht? Also, und es gab ja bereits einen Untersuchungsausschuss, nämlich BVD-Untersuchungsausschuss, in dem ich damals auch mit dabei sein konnte und durfte. Das beschäftigt uns schon länger, das Thema, und der Entwurf, den mir jetzt im Detail, das sage ich in der Offenheit, nicht bekannt ist, nachdem ich sozusagen den Justizbereich nicht im Detail abdecken kann, sondern dass die Kollegin Justizsprecherin macht, weiß ich, dass die Sozialdemokratie definitiv bereit ist, hier zu verhandeln und logischerweise Veränderungen und vor allem restriktivere Vorgänge hier sozusagen unterstützen wird. Aber ich kenne die Detaildebatte, das sage ich in aller Offenheit, zu dem Entwurf in der Justizfraktion aktuell nicht. Ja, ich möchte nur die Historie ein bisschen, das war schon länger ein Thema aufgrund des BVD-Untersuchungsausschusses, was sich da sozusagen abspielt, natürlich auch aufgrund des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine. Das muss man ein bisschen im geopolitischen Kontext logischerweise auch nochmal sehen. Aber die Detaildiskussion, wie die Justizfraktion jetzt die Verhandlungen mit der Ministerin Sadic führt, kann ich jetzt in aller Offenheit nicht beantworten. Ich weiß nur, dass wir für
Änderungen natürlich bereit sind, zu diskutieren und zu reden. Ja, definitiv. Frau Himmelbauer, Sie haben vorher gesagt, Sie kommen ja auch aus der Technik. Eine Forderung, die auch, die hatten wir schon mal 2019 und ist jetzt auch wieder im Wahlprogramm der ÖVP, nämlich die Klarnamenpflicht. Mhm. Und würde mich auch einfach auf einer technischen Ebene interessieren, wie soll das umgesetzt werden? Es wird da gefordert, dass es sozusagen eine Registrierungspflicht oder vielleicht auch eine wirkliche Pflicht, mit einem bürgerlichen Namen im Internet als Usernamen unterwegs zu sein, dass das kommen soll. Und das ist ja auch eine Forderung, die schon unter dem damaligen Kanzler Sebastian Kurz erhoben wurde. Es gab auch damals ein Gesetz, was in Begutachtung war. Und dann dieser Forderung wird scheinbar festgehalten. Können Sie da ausführen, wie genau man sich das vorstellen soll? Auch da vielleicht zuerst mal, wiederum die Intention. Ich glaube, es ist jetzt da relativ vieles Positives geschehen, um gerade in sozialen Netzen, Plattformen oder Ähnliches auch das Thema Hate Speech, strafrechtlich relevante Kommentare, Inhalte oder Ähnliches tatsächlich auch etwas dagegen zu tun, vor allem die Plattformbetreiber auch mehr in die Pflicht zu nehmen, auch Dinge erstmöglich zu löschen, ändert aber noch nichts daran, dass in einigen Fällen man den Tätern oder die etwas geschrieben haben, etwas getan haben gegen eine Person, jemanden verleumdet haben, gegen Gruppen gehetzt hat oder Ähnliches, nicht immer Herr wird. Und eine Variante, die wir uns vorstellen können, ist eben zu sagen, ab einer gewissen Relevanz, dass ich sage, okay, eine Person, die auf dieser Plattform unterwegs ist, die kann auch weiterhin in einem Pseudonym posten, aber dass im Hintergrund der Plattform durchaus bekannt ist, um wem es sich handelt. Das heißt, es muss nicht weiterhin nach außen sichtbar sein und ich kann nach XYZ heißen, aber trotzdem sollte etwas passieren, kann ich dann auch der Person habhaft werden, um dem Opfer, die betroffen ist, der betroffenen Person, auch tatsächlich ein Mittel an die Hand zu geben, um sich auch zu wehren. Und zivilrechtlich beispielsweise auch Ansprüche geltend zu machen oder strafrechtlich auch diese Person habhaft zu werden. Aber wie soll es technisch umgesetzt werden? Durch Identifikations-, Authentifizierungsmaßnahmen beispielsweise. Einbindung von ID Austria wäre beispielsweise möglich, um auch eine Person zu erkennen. Auch da vielleicht auf technischer Ebene wird es wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten geben, die man sich auch sicherlich auch genauer anschauen kann. Es ist im Wahlprogramm drinnen und natürlich, und das fairerweise, es ist technisch noch nicht ausformuliert. Aber ich möchte auch die Intention dahinter einfach bekannt machen, worum es uns geht. Und dass die Intention, glaube ich, auch etwas ist, das verständlich ist. Ja? Ich möchte ja auch, wenn ich betroffen bin davon, ja auch nicht nur sagen, okay, es wird jetzt das Posting gelöscht, das ändert aber noch nichts daran, dass es stattgefunden haben, dass es auf sozialen Netzwerken vielleicht geteilt worden ist, vielfach gelesen worden ist und ich als Person verleumdet wurde, ich vielleicht einen wirtschaftlichen Schaden dadurch bekommen habe, dass ich angegriffen worden bin oder Ähnliches, ja. Das macht es noch nicht gut, ja. Ich würde nur gerne dazu sagen, auch das ist nicht neu. Wir hatten die Diskussion bereits 2018. Ich erinnere an ÖVP, FPÖ, digitales Vermummungsverbot. Vielleicht können wir uns noch daran erinnern. Und das ist auch eine totale Scheindebatte. Erstens einmal will man sich sozusagen dieses Recht auf Meinungsfreiheit nicht wegnehmen lassen, sage ich in aller Offenheit. Also für uns ist das ein No-Go. Und gleichzeitig, glaube ich, wird das vor keinem Höchstgericht standhalten. Deshalb verstehe ich nicht, warum man solche Vorhaben überhaupt skizziert. Also es ist für mich so, wie soll ich sagen, in welcher Kategorie soll man das einordnen? Und die Frage stelle ich wirklich, ja, es ist, wie geht das einher mit Meinungsfreiheit im Netz und wie geht das einher, dass es sozusagen vor keinem Höchstgericht standhält? Und ich glaube, dass ihr das auch wisst. Darf ich? Ich habe ein paar Probleme damit. Auf der einen Seite sind ja die Plattformen jetzt schon in der Pflicht, diverse Inhalte zu löschen in gewissen zeitlichen Rahmen durch den Digital Services Act unter anderem. Und da muss einfach klarer das stärker gemacht werden, damit eben genau solche Sachen nicht erst an Relevanz gewinnen müssen, um da die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Und ich sehe es schon sehr kritisch, wenn solche Plattformen dann wirklich auch intime Daten von Personen haben. Wer sind diese Plattformen? Mhm. Das ist in Amerika Mark Zuckerberg, Elon Musk, der, glaube ich, nicht so ganz auf DSGVO Acht gibt. Und ich glaube auch nicht, die Daten so gut verwahrt, wie es wir uns wünschen würden oder wie ich es mir wünschen würde, dass mit den österreichischen Daten umgegangen wird. Und ein zweiter Punkt, den ich auch kritisch sehe, wir sind jetzt in einer schönen Lage, dass wir nicht verfolgt werden. Wir haben einen Rechtsstaat, der funktioniert. Es gibt aber viele Bereiche, wo durchaus Anonymität wichtig ist. Sei es bei Whistleblowern, sei es bei anderen, die Missstände aufdecken wollen. Und da darf nicht dann irgendwie der letzte Schritt sein, dass man die persönlichen Daten freigeben lassen oder zur Freigabe veranlasst. In Wien gibt es auch auf Initiative von NEOS hin diese Whistleblower-Plattform, wo es genau darum geht, Missstände aufzuzeigen, aber trotzdem die Anonymität zu schützen. Und ich glaube, das ist in dieser Klarnamenpflicht ein wichtiger Faktor, auf den wir uns immer wieder zurückbesinnen sollten. Ja, also widerspreche ich ja gar nicht. Also gerade jetzt, da haben wir auch, wir haben ja das Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz ja auch beschlossen, das ja auch eine wichtige Grundlage ist für Whistleblower in Unternehmen und wo es auch eine bundesweite behördliche Stelle für Whistleblowerinnen und Whistleblower gibt, ja, um sich zu melden, wo sie das auch anonym tun können. Das ist ganz klar, wir leben ja in einem Rechtsstaat, ganz klar abgegrenzt, wo auch wirklich weiterhin die Möglichkeit auch bestehen soll. Ja, das ist ganz was Relevantes. Wir reden aber jetzt da über Facebook und TikTok und Instagram und auf vielen Plattformen, wo vielleicht jetzt dann nicht das Thema Whistleblowing interessant ist, sondern eher, wie wir miteinander tatsächlich umgehen in diesen sozialen Netzwerken, was wir über andere posten, wie wir sie darstellen, wie sie wir bloßstellen oder Ähnliches, ja, wo gegen Gruppen gehetzt werden, wo Inhalte geteilt werden, die strafrechtlich absolut relevant ist, ja. Und ich kenne ja auch viele Argumente. Natürlich, ein Großteil, die da auf den sozialen Netzwerken unterwegs sind, sind heute schon in Klarnamen auch unterwegs und trotzdem posten sie das. Ein Teil ist aber trotzdem nicht, ja. Und ich weiß, und ein Thema ist auch die sozialen Netzwerke. Teilweise haben sie in ihren AGBs auch drinnen, dass die Accounts eigentlich sogar in Klarnamen geführt werden müssten, die sogar in den Nutzungsbedingungen drin sind. Also da gibt es scheinbar jetzt kein Problem damit. Aber die Problematik besteht halt weiterhin. Und wie kommen dann die betroffen sind, tatsächlich zu ihrem Recht? Weil das Löschen allein schafft noch nicht das Recht. Es ist nur einfach gelöscht worden jetzt da, nach einer Zeit, wo es halt vielen, vielen Menschen bekannt ist. Das ist nicht in einem kleinen Rahmen, in einer persönlichen, privaten Unterhaltung, sondern das ist ein Netzwerk, sind da Dinge gesagt worden, geschrieben worden, hochgeladen worden oder Ähnliches, mit Deepfake oder Ähnliches, das vielen, vielen Tausenden von Menschen bekannt ist. Und da diese Problematik besteht hat. Wie kann ich diesen Menschen einfach auch zu ihrem Recht verhelfen? Darf ich da jetzt kurz auf die... Also das Problem, glaube ich, bei solchen Debatten ist, dass die ÖVP sich immer irgendwas als Lösung vorstellt, was technisch absolut nicht dazu taugt. Wir haben das Thema beim Bundestrainer jetzt eh schon abgearbeitet, beim zweiten ist es bei der Klarnamenpflicht. Es gibt jetzt schon internationale Beispiele, wo Klarnamenpflicht eingeführt wurde, mit drakonischen Strafen, die dazuhängen, wo das absolut nichts am Problem Hass im Netz verändert. Das ist einmal eine Tatsache, wo man dann sagen kann, dass diese technische Lösung, von der man nicht wissen, wie das funktionieren soll, und ich hoffe, dass das mit ID Austria nur ein Versprecher war und nicht irgendwie in eine reale Umsetzungsgeschichte umhergeht. Ich glaube, wir müssen uns einfach klar werden, dass diese Wunschlösungen, von denen man glaubt, dass sie Probleme lösen, einfach nicht das bringen. Beim Bundesrainer nicht, bei der Klarnamenpflicht nicht. Und es führt ja, auch wenn man das jetzt absichert und sagt, es gibt eine Pseudonymisierung über den Anbieter, da kommt, was die Kollegin richtig angesprochen hat, die Problematik mit, ich gebe die Daten zur Handhabung an irgendwen. Keine Ahnung, wie das dann abläuft. Wir haben heute schon das Problem, dass diese Plattformen sehr oft sehr kreativ mit Daten umgehen. Jetzt haben wir mal die Plattformen, die wir seit Jahren kennen und mit denen wir auch aus Österreich heraus, haben wir mal erneut genug rechtliche Auseinandersetzungen geführt haben
Und da kommen jetzt noch neue Plattformen dazu aus dem asiatischen Raum, wo noch sehr wenig Situationen da waren in ähnlicher Tragweite. Und jetzt denen auch noch zusätzlich zu den ganzen anderen Daten, die sie über uns sammeln, noch die Ausweisdaten und Identifikationsdaten mitzugeben, finde ich ehrlich gesagt erstens ja abenteuerlich und zweitens fragwürdig, warum man das überhaupt in den Raum bringt. Also es bringt zum Problem nichts, weil es auch internationale Beispiele gibt, die es nicht gezeigt haben, dass es was bringt. Technisch wieder eine Nulllösung, wo keine technische Umsetzbarkeit im Ansatz mitgegeben wird, damit man überhaupt politisch darüber diskutieren kann, weil wir sehen ja gerade, das ist so offen formuliert, dass wir am Ende bei der Whistleblower-Geschichte landen können oder bei dem, ob ich jetzt irgendwo einen Kommentar darunter schreibe bei TikTok. Und das ist einfach, wir arbeiten damit Strohmännern die ganze Zeit, weil die ÖVP immer wieder mit technischen Lösungen um die Ecke kommt, die absolut nicht machbar sind. Und das ist wirklich nach 5 Jahren echt schon anstrengend. Gut. Der Koalitionspartner freut sich auch darauf, wenn die Legislaturperiode vorbei ist. Neub wurde vorher schon genannt. Sie sehen das links von mir, die Organisation, die auch mit uns hier eingeladen hat. Und ich habe vom lieben Max Schrems auch noch ein paar Fragen mitbekommen gehabt, die ich auch noch gerne allen stellen würde, um so ein bisschen close to home vielleicht nochmal ein paar Sachen zusammenzukehren. Wir haben ja eine Datenschutzbehörde in Österreich. Die kümmert sich um die Einhaltung des Datenschutzrechts und das ist alles schön und gut und Text ist geduldig, aber in dem Text steht auch zum Beispiel, dass diese Behörde nach 6 Monaten spätestens entscheiden sollte. In der Realität sind es eher so 2 Jahre, wenn man Glück hat. Da steht auch, dass die Behörde eigentlich wirklich prüfen können soll, sprich wirklich auch mal Beweise aufnehmen, Server aufmachen, wirklich auch mal schauen, ist das Gesetz gebrochen worden und selbstständig dann auch Ermittlungen führen. Der Aussage von Max Schremsen, der soll es wissen, nach bisher noch nie passiert. Wir sehen auch, dass die Strafen, die in Österreich verhängt werden, auch gegen große internationale Konzerne, halt wirklich eher so auf der niedrigen Ebene sind von diesen sehr großen prozentuellen globalen Umsatzstrafen, die das Europarecht hier erlauben würde. In Spanien traut man sich da schon mal viel mehr. Und in Österreich ist es auch so, dass man zwar aufgrund der Verbandsklage-Richtlinie gegen alle österreichischen Unternehmen klagen kann, wenn man die ja VKI ist, aber wenn man gegen internationale Unternehmen klagen will, kann man das nicht. Außer man hat die Betroffenen als Klagsberechtigte, die sich sozusagen so einer Klage anschließen. Stichwort Artikel 80.2 DSGVO, so eine abstrakte Verbandsklage. Das sind alles so Voraussetzungen, die laut Neub deren Arbeit, Datenschutz durchzusetzen, sehr schwierig machen. Und zuständig dafür, muss man auch sagen, waren die grüne Justizministerin jetzt für 5 Jahre. Aber ich gehe mal davon aus, dass das Problem nicht in den verbleibenden Wochen gelöst wird. Insofern ist eher die Frage, was tut man denn da, um den Datenschutz in Österreich so ein bisschen mehr Zähne zu verleihen? Oder ist es sogar eher so, dass der schon zu viel Zähne hat und manche Unternehmen sagen ja auch, wir haben ein Problem mit Datenschutz, weil er uns in unserer Geschäftstätigkeit hindert und weil er innovationsbremsend wirkt. Was würden Sie da ändern, wenn Ihre Partei demnächst das Justizministerium übernimmt? Frau Kochowitz, wollen Sie anfangen? Schwierig, die Frage, ganz offen gesprochen. Danke auch für die Hinweise. Ich glaube, womit ich mich sozusagen auch im Detail mit Datenschutz und diesem sogenannten, im Kontext der Plattformen auch mit österreichischen Unternehmen, Stichwort der Standard, mit den Pur-Abos auseinandergesetzt habe, nicht? Also in dem Zusammenhang, wo Daten verkauft werden, da weiß ich nicht, wie der aktuelle Stand ist, auch im Standardverfahren, aber ich weiß, auf europäischer Ebene gibt es auch noch keine Entscheidung. Also entweder ich stelle mich sozusagen auf das Abo ein und zahle dafür oder ich verkaufe all meine Daten mit. Ja, das ist diese Pur-Abo-Geschichte, die wir hier haben. Gibt es jetzt auch bei Facebook und Instagram. Gibt sowieso, aber ich meine auch, wenn wir... Der Standard hat das erfunden, das war österreichische Erfindung. Facebook war dankbar für die Entscheidung unserer Datenschutzbehörde, dass das eh okay ist. Wir sprechen uns hier in dem Zusammenhang für ein klares Verbot aus. Das möchte ich an der Stelle zum Beispiel auch zum Ausdruck bringen. Ja.
Ich glaube, mit der DSGVO ist damals viel gelungen. Es geht immer um die Rechtsdurchsetzung, nicht? Also das ist sozusagen das Thema, auch auf das Sie jetzt angesprochen haben. Das große Dilemma mit den großen Plattformen ist eben jenes, dass sozusagen die Rechtsdurchsetzung auch mit unterschiedlichen Hebeln, die wir haben, nicht greift. Das ist sozusagen das Problem. Die Frage ist, oder das, ich glaube, die zentrale Botschaft ist schon die, wo gilt es hier nachzuschärfen, das auch dezidiert zu evaluieren? Braucht es hier sozusagen Änderungen auch auf gesetzlicher Ebene oder braucht es das zentrale Vorgehen in gezielten Bereichen? Ich würde mich gern ein bisschen in eine andere Richtung fokussieren, wenn es passt. Stichwort DSA zum Beispiel, ja, weil wir gerade gesprochen haben auch über das Löschen von Inhalten. Wir haben das Thema jetzt bei TikTok zum Beispiel gehabt, ganz klar rechtswidrige Geschichte. Es ist Anzeige erstattet worden, weil dort eine Wiederbetätigung stattgefunden hat. Ja? Ich sage es auch in der Offenheit, es ist beim DSA gemeldet worden und es ist bei der SDA Anzeige erstattet worden. Ja? Beim DSA, du hast sozusagen, sitzen irgendwo klarerweise nicht in Österreich. Ja? Das Verfahren ist bei der SDA niedergelegt worden und die Rechtsdurchsetzung ist nicht gewährleistet. Deshalb, es gilt hier dezidiert auch an Schrauben zu drehen und ich glaube auch, dass im Justizressort und im Bereich des Datenschutzes vermutlich wirklich ein Screening stattfinden muss, weil ich glaube, wie gesagt, mit der Datenschutzbehörde gibt es ein Instrument, aber anscheinend vielleicht nicht auch genug personell ausgestattet, Ressourcen nicht vorhanden, dass das alles sozusagen auch ewig dauert. Also da dezidiert auch drauf zu schauen und vielleicht auch mehr Ressourcen reinzustecken als mögliche Antwort. Herr Daimek, Datenschutz findet sich ja relativ oft im Wahlprogramm der FPÖ. Wenn es jetzt einen blauen Justizminister oder Justizministerin gibt, was würden Sie ändern, sodass das Ganze auch Zähne bekommt, oder? Ich muss dazu sagen, ich bin selber weder Jurist noch habe ich mit dem im Detail zu tun, aber wenn ich jetzt das aufnehme, es geht um die Rechtsdurchsetzung und ich höre parallel dazu, dass Firmen, vor allem im kleineren Bereich, immer wieder Probleme haben, das richtig zu adressieren oder richtig zu machen, und zwar mit gutem Willen, dann wäre der erste Ansatz einmal, bevor man überhaupt in den Rechtsprozess eintritt, eine Beratung zu machen, weil dann kann ich schon viel unten halten und kann mich dann wirklich auf die Fälle konzentrieren, wo willentlich, wissentlich, bewusst die Regulative gebrochen werden. Das heißt, der Gesetzesbruch ist egal, ob wir jetzt österreichisches oder europäisches Recht nehmen. Dort wäre ich dann für wesentlich höhere Strafen, als derzeit angedroht werden. Gib aber zu, ich bin juristischer Laie, was das anlangt. Und die Rechtsdurchsetzung gegenüber TikTok oder anderen Konzernen, die weder eine Betriebsstätte noch sonst irgendwas in Österreich haben, da wird man sich auch was überlegen müssen. Ich sehe da keine Lösung momentan. Also auf globaler Ebene, europäischer Ebene. Gibt es auch diese ladungsfähige Adresse, die man okay, jetzt haben muss, nach der Server sagt? Aber Frau Holzegger, ich weiß, Sie, NEOS, wollen das Finanzministerium haben, aber vielleicht wird es ja auch das Justizministerium, Justizministerin CRISPR vielleicht. Wie würden Sie denn dieses Thema Datenschutz angehen? Also Sie sind ja auch eine sehr wirtschaftsnahe und freundliche Partei. Wo stehen die NEOS denn da? Nur eine kurze Anmerkung. Es geht uns nicht um Posten, es geht uns um Reformen und es geht definitiv nicht darum, wen wir wo in welches Ministerium schicken wollen. Aber ich nehme die Frage gern auf. Die NEOS sind ja wirtschaftsnahe, aber was auch als liberale Kraft sehr wichtig ist, ist eben dieser Wettbewerb. Ich selbst habe die Ehre gehabt, dass ich auf EU-Ebene im Kabinett von Margrethe Vestager, auch einer liberalen Schwesterpartei der NEOS, arbeiten habe können. Und die ist eine, die sehr stark gegen diese großen Plattformen kämpft. Und wir haben es diese Woche erst gesehen, wie lang sowas dauert. Ja, es ist nicht um Datenschutz gegangen, aber es ist auch ein Fall, wo gegen Apple verhandelt wurde. Und das dauert Jahre. Und da muss sich klar was ändern. Da muss nachgeschärft werden auf EU-Ebene, dass es eben nicht möglich ist, genau für diese großen Plattformen, dass sie das Rechtssystem durchspielen bis zum Ende und dann womöglich ohne irgendwelche Strafen oder ohne signifikante Strafen rauskommen. Weil das ist kein fairer Wettbewerb. Und deswegen sind wir klar
für die eigenen Daten in der eigenen Hand, für diese Regelung, aber auch das Nachschärfen. Und ja, Wirtschaft geht mit Wettbewerb. Gut. Herr Zorber, Ihre Partei hat ja gerade das Justizministerium, das ist für nicht Datenschutz leider, ich zuständig. Glaube, es war in guten Händen, nicht leider. leider habe ich nicht gesagt. Nur die Frage, wer, um jetzt den Punkt von Herrn Schrems aufzugreifen, was müsste man denn tun, damit dieser Datenschutz endlich auch greift, vor allem bei den globalen großen Unternehmen? Ich glaube, die Problemfälle jetzt nicht nur aus wegen der österreichischen Gesetzgebung, sondern der europäischen Gesetzgebung hat uns ja Max Schrems über die letzten Jahre sehr gut vorgezeigt. Ich glaube, sein Name ist bei irgendwelchen Gerichten in Irland bekannter als in Österreich. Und ich glaube, da hat man ganz klar auch die Thematik gesehen. Ich meine, wir hatten es jetzt diese Woche oder letzte Woche gehabt mit dem Steuerthema, mit Apple. Und ich glaube, das wird immer ein bisschen ein Kampf sein mit diesen großen Konzernen, auf der Ebene diesen Kampf auch weiterzuführen. Ich glaube, es wird nie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Lösung finden werden, bei der ich komplett zufrieden wäre. Und beim Datenschutz ist das ja eine ähnliche Situation, dass die ja auch die Ressourcen, die Möglichkeiten und auch die Macht haben, leider auch in Brüssel, um da stark Einfluss zu nehmen, wenn es darum geht, auch vielleicht Dinge reinzubekommen, die nicht ganz angenehm sind. Ich meine, es gibt ja nach wie vor widersprüchliche Dinge im DSA, die ich nicht ganz verstehe oder wo ich nicht verstehen kann, woher sie herkommen. Grundsätzlich, weil das in beide Richtungen gegangen sind, gegangen ist die Frage mit dem Datenschutz. Ja, der ist wichtig. Ich glaube nicht, dass er wirtschaftshemmend ist. Ich glaube auch nicht, dass er innovationshemmend ist oder diese allgemeinen die Sachen, die wir seit Jahren hören, dass es ein Bürokratiemonster ist und dass man da runtergeht und dass man zu nichts anderem mehr kommt, dem muss ich leider widersprechen und finde nicht, dass das Problem ist. Also ich glaube nicht, dass Datenschutz das Problem ist. Aber in der Rechtsdurchsetzung haben wir gegenüber diesen Großkonzernen viele, viele offene Flanken. Ich glaube nicht, dass wir das aus Österreich raus lösen werden. Was wir aber in Österreich machen können, ist ganz klar, dass bei diesen Verbandsklage-Themen, dass wir da weiterkommen müssen, nur das löst wieder das Problem in Irland nicht. Da bin ich mir jetzt dann, also dann klären wir das in Österreich sehr gut und vielleicht klärt man das dann in Spanien oder in Frankreich oder in Deutschland. Nur da gibt es eine Ebene, bei der wir dann wieder dieses Problem haben mit den Ressourcen, mit der Zeit, der Macht der Konzerne. Und vielleicht müssen wir dann die Frage andersrum stellen, nicht gezielt in den Einzelstücken mit Steuerthematik, Datenschutz etc., sondern wie kommen wir überhaupt mit unserer Rechtsdurchsetzung bei diesen Großkonzernen durch? Ich würde das kurz parken, weil diese Frage werden wir jetzt hier nicht mehr klären. Eben, ja, können festhalten, es hat 10 Jahre gedauert, bis Irland 40 Milliarden an Steuern annimmt. Und es musste der EuGH entscheiden, nein, ihr nehmt jetzt diese 40 Milliarden, weil selber wollten Sie sie nicht. Das können wir hier nicht mehr klären in den wenigen verbliebenen Momenten. Ich will nämlich gleich das Publikum öffnen, aber zuvor die Frau Himmelbauer, das letzte Wort. Dankeschön. Zur Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, da gibt es ja viel noch an Weiterentwicklungen, was die Umsetzung betrifft. Wir haben ein Regelwerk wie die DSGVO. Wir haben einen Datenschutzausschuss auf europäischer Ebene, wo alle Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten ja auch vereinigt sind, um regelmäßig Handlungsanleitungen, wie zum Beispiel beim Pay- und Okay-Bereich, mitzugeben. Ja. Aber auch zum Beispiel, wie das ist jetzt damit den Sitzstaaten von den großen Plattformen, weil Irland in den meisten Fällen auch zuständig ist, wie man damit umgeht. Also da gibt es ja viele Stellschrauben, die ja laufend einfach aufgrund der Situation weiterentwickelt werden. Was ist jetzt da, wenn ich Wünsche äußern dürfte in diesem Bereich oder was auch für uns relevant ist? Zum einen, das ist jetzt eher unrealistisch, auch wenn derzeit auf europäischer Ebene die DSGVO evaluiert wird, ist, es gibt in dem Gesetzespaket drinnen eine Ausnahmebestimmung für KMUs. Und die ist leider Gottes zahnlos. Sie sagt nämlich, dass eigentlich die Intention ist, die großen Betreiber zu erreichen, ja, und die an die Kandare zu nehmen, die also in einer Verpflichtung zu nehmen. Und
Unternehmen unter 250 Mitarbeiter steht eine Ausnahmeregelung drinnen, dass die nicht davon in der Härte betroffen sein sollte. Was ja positiv ist, weil wieso der Friseur oder der Fleischer oder ähnliches, der keine Intention hat, überhaupt Daten zu sammeln und hat halt einfach ein Rechnungswesen oder ähnliches, unterliegt genau denselben Bestimmungen wie jedes große Unternehmen. Und es ist doch ein Bürokratiemonster auch vielerorts, weil ich muss ein Verfahrensverzeichnis führen, ich muss Verträge schließen mit all meinen Dienstleistern, ich muss technische und organisatorische Maßnahmen irgendwo niederschreiben. Also ich habe zumindest so einen dicken Ordner zu Hause, den ich einmal überhaupt bereitstellen muss, egal welche Größe mein Unternehmen hat. Also das ist durchaus auch relevant. Und wenn ich das ändern könnte, wäre das ein Punkt, dass ich da einfach mehr Freiheiten für kleine Unternehmen schaffe. Was die Datenschutzbehörde betrifft, also sie macht Prüftätigkeiten. Also das letzte Jahr war der Finanzbereich tätig, dieses Jahr ist der Telekommunikationsbereich dran. Also es passiert schon, es gab auch eine massive Aufsteckung des Personals. Also wenn ich einen neuen Leiter von der Datenschutzbehörde, ist er sehr dankbar. Mhm. Natürlich sagt aber auch dazu, natürlich, es könnte immer mehr sein, ist auch klar. Wenn es mehr wird, dann würde ich mir wünschen, dass die Behörde auch mehr in die Beratung reingeht. Ich sehe das bei deutschen Behörden, die ja auf Bundesländerebene angesiedelt sind, die geben viel mehr Hilfestellungen, Handlungsleitfaden auf, sowohl für die Kleinen als für die Großen. Ja. Gerade jetzt zum Schulanfang, glaube ich, habe ich von Baden-Württemberg habe ich gelesen, ein Informationsblatt, wie man mit Bildern von Kindern zum Schulanfang umgehen soll, welche Risiken das gibt, welche datenschutzrechtlichen Bedenken es gibt. Also einfach so aus der Praxis heraus lebensnahe Beispiele, die mit dem Datenschutz zu tun hat, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen. Das wäre, glaube ich, eine wirklich tolle Weiterentwicklung der Datenschutzbehörde, die sie nur teilweise jetzt erfüllen kann, weil einfach auch die Arbeitslast in vielen Bereichen, gerade zu Corona mit vielen, vielen Massenanträgen und Ähnlichem, vor allem selben Wortlaut und allem Möglichen, aber für sich jeder Einzelne ja bearbeitet werden muss, nicht bewerkstelligbar ist. Sie haben zum Thema KI gibt es beispielsweise auf der Webseite jetzt der Datenschutzbehörde zumindest Grundsatzinformationen. Da geht aber noch viel mehr. Das bewegt uns alle gerade derzeit und ist sicherlich für viele Unternehmen ein großes Thema. Die Strafen vielleicht noch, der Punkt dazu, hätte ich jetzt nicht gesehen, dass sie so niedrig ausfallen, weil gerade bei der Post AG die Erststrafe, die die Datenschutzbehörde ausgesprochen hat, waren 18 Millionen Euro. Also das ist ja durchaus eine Summe, dass die dann natürlich das berufen haben und dann zum Bundesverwaltungsgericht gegangen sind und das dort herabgesetzt. Die Datenschutzbehörde hatte, also dieser Rechtsweg soll natürlich freistehen, aber die Intention der Datenschutzbehörde im ersten Moment war durchaus auch eine sehr hohe Strafe. Ja. Also und ich glaube, ich will nicht, dass sie gerade die kleinen Unternehmen höchst bestrafen. Wir haben extra im Gesetz festgeschrieben, beraten vor Strafe. Gerade im kleinen Mittelbereich ja, soll das und die Intention sein, weil ich glaube, da ist auch der Wille gegeben, sich daran zu halten, gerade in Österreich. Wunderbar, vielen Dank. Bezüglich der Bildungsinhalte, bis die Datenschutzbehörde damit anfängt, kann man auch zur Epicenter Academy gehen. Da gibt es auch für Kinder und Jugendliche taugliche Inhalte zu Datenschutz und KI. Aber sind wir fast noch in der Zeit und ich würde gerne öffnen für das Publikum. Gibt es Fragen aus dem Saal oder aus dem Internet? Hallo, danke. Julia Haas, ich arbeite in der OSZE bei der Beauftragten für Medienfreiheit und es wurde kurz der geopolitische Kontext schon angesprochen im Zusammenhang mit Spionage. Ich wollte kurz fragen, es gibt ja, also oder wir alle wissen, dass der digitale Bereich ja auch zunehmend autokratisiert wird oder instrumentalisiert wird von autokratischen Tendenzen. Da wäre meine Frage an Sie jetzt auch zum Beispiel mit dem neuen UN Cybercrime Treaty, wo wir ja gesehen haben, wie Grundrechte durchaus unterminiert werden und ein paar autokratische Staaten auch in der Lage sind, den internationalen Bereich sehr gut zu nutzen, um die Grundrechte global einzuschränken, wie da Ihre Positionierungen sind oder ob es Ideen gibt, wie die parteipolitische Linie sein kann in diesem internationalen Kontext. Danke. Ich glaube, die Frage ging so an alle, die sich dazu äußern wollen, vielleicht nur das Kontext. Es geht um die UN Cybercrime Convention, die vor kurzem auf UNO-Ebene verabschiedet wurde oder fertig verhandelt wurde. Und stellt sich auch die Frage, ob Österreich die ratifiziert oder nicht. Es ist ein Vertrag, der eben Zusammenarbeit rund um Computerkriminalität regeln soll und von Russland initiiert wurde unter massivem Protest von Zivilgesellschaft, aber auch Big Tech-Konzernen und die UNHCR. Aber das ist das Treaty, was Julia gerade referenziert hat.
Herr Zauber? Ich glaube, also zuerst einmal ein Danke an Epicenter, die da auch sehr aktiv beteiligt waren, um auch Informationsarbeit zu leisten, weil ich glaube, in der Medienlandschaft hat man sonst sehr wenig von dieser UN-Thematik mitbekommen, leider. Also ich habe die Informationen eigentlich hauptsächlich medial von euch bekommen. Ich glaube, das Problem ist, wenn wir uns im Inneren, also im Inneren meine ich Österreich und Europa, über gewisse Spielregeln nicht klar sind, wird es dann aber schwer, nach außen hin oder gegen Autokraten aufzustehen. Also ich sehe das Problem, aber mir fehlt die Einheit, sage ich, zu Hause, um dann überhaupt draußen so stark dagegen vorgehen zu können. Wenn wir da seit, wie lange hast du gesagt, diskutieren wir den Bundestrojaner? Seit 2016 null Lösungen diskutieren, wird schwer, dann auf internationaler Bühne auch wirklich dafür einzustehen. Mein Chat-Controller war ein Positivbeispiel, da gibt es auch genug Negativbeispiele, aber ich glaube, das hängt schon auch sehr stark damit zusammen, wie wir uns national positionieren und was dann international daraus wird. Und ich glaube, da haben wir viele Hausaufgaben, parteiübergreifend. Noch einmal zu der Frage, oder gibt es weitere Fragen, vielleicht auch aus dem Chat? Ansonsten habe ich noch eine. Sie gehen uns nicht aus. Und zwar, wenn es nichts gibt, würde ich gerne ein Thema aufgreifen, das sich lustigerweise zum ersten Mal in Wahlprogrammen findet, aber gleich in allen, von allen Parteien. Und das ist das Recht aufs analoge Leben. Mhm. Da würde ich gerne einfach wissen, welche Maßnahmen Sie da vorsehen. Also das Problem dürfte bekannt sein, die Bundesschatz, Reparaturbonus, aber auch das Parkpickerl in Städten wie Graz oder Wien, da gibt es eine Ungleichbehandlung für die Leute, die ID Austria haben. Ist es einfacher, ist es billiger und für andere nicht? Ist auch ein Thema, wo sich die Seniorinnenverbände von allen drei Großparteien dazu geäußert haben. Ich glaube, das ist ein Grund, wieso so stark aufgegriffen wurden in den Wahlprogrammen. Also da gibt es einen Status quo, der ist bekannt. Die Frage ist, was soll man daran ändern? Also wenn es dieses Bekenntnis zum Recht auf analoges Leben gibt, wie wollen Sie da hinkommen? Was wollen Sie tun für Menschen ohne Smartphone, egal aus welchen Gründen, egal ob Alter oder Datenschutzbewusstsein? Wer will da anfangen? Ja, wenn es okay ist, fange ich an. Wir haben dieses Recht auf analoges Leben ja schon als Sozialdemokratie ein paar Wochen thematisiert und auch propagiert. Es war davor immer die Diskussion, auch Stichwort Recht auf Bargeld und so weiter. Das gab es ja auch Diskussionen auf europäischer Ebene, die verankert sind, Stichwort auch digitaler Euro und so weiter nicht. Also, aber uns geht es auch darum, zum einen sozusagen Menschen, die eben kein Smartphone nutzen, und es ist egal aus welchen Gründen, ob aus Datenschutzgründen, weil wir gerade über Datenschutz gesprochen haben, aus einem persönlichen Grund heraus, weil man nicht fit ist oder firm ist in dem Bereich, ohne da jemanden zu stigmatisieren, hat man ganz einfach das Recht auf selbe Zugänge, ob es im Bereich des Antragswesens ist, ob es im Bereich des Banksektors ist. Man muss das auch mal in der Form sozusagen sehen. Und für uns heißt es einfach, sich nicht gegen den digitalen Weg zu versperren, sondern eben das Analoge weiterhin zu ermöglichen. Das sind ganz wirklich, ich sage jetzt mal, triviale Dinge in Wirklichkeit. Ja? Ganz klar auch zu sagen, die Anträge müssen auf der jeweiligen Gemeinde oder im Magistrat, weil es leben halt nicht alle in Wien, auf den jeweiligen Gemeinden auch in einer Papierform sozusagen möglich sein. Mit einer Person, die dort Ansprechpartnerin ist, die mich dort durchleitet, die eben als öffentlich Bedienstete, als Verwaltungsmitarbeiterin, Verwaltungsmitarbeiter da einfach unterstützt. Und das Gleiche gilt auch im Bankbereich. Es ist zunehmend wirklich so weit gekommen, ich glaube, Sie wissen das, dass einfach diese Möglichkeit nicht mehr besteht, eine Bank aufzusuchen. Denken wir vor allem auch an die ältere Generation, ja, und dort einen Banktermin zu bekommen, eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner zu haben, dort auch Bargeld abzuheben, Bankwege zu erledigen, in welcher Form auch immer. Und das verstehen wir darum, eben nicht zu diskriminieren. Es muss diesen Zugang, egal in welcher Lebenssituation, die über den öffentlichen Sektor geleistet wird, aber auch im Bankwesen, muss einfach möglich sein. Es darf hier keine Diskriminierung stattfinden. Und lass es mich noch ein Wort sagen zu der Cybercrime-Geschichte. Das ist ein riesiges, riesiges Thema, ja, weil wir ja konfrontiert sind nicht nur mit Autokraten, sondern Dinge, die sich sozusagen verändern, auch gegen Frauen explizit richten und so weiter und so fort. Und ich glaube, da müssen wir uns viel, viel fitter in Österreich aufstellen. Wir haben zwar einen Krisenstab, soweit ich das weiß, aber eingerichtet, glaube ich, über das Bundeskanzleramt, mit der Bitte, mich hier nicht festzunageln,
aber da sind wir noch in den Babyschuhen. Und es ist wirklich sehr traurig, dass nicht in dem Zusammenhang über diese Konferenz in der Dimension berichtet wurde medial. Also ich glaube, da haben wir die Hausaufgaben, ich sage das ganz, ganz bewusst, auch als Republik nicht erledigt. Und es ist so viel zu tun, weil es eine Gefahr, die akut ist. Und ich finde, da sind wir, müssen wir definitiv schneller, besser werden und Antworten auch entwickeln. Ja, genau. Das wollte ich noch dazu sagen, weil ich vorher nichts gesagt habe. Danke. Ich glaube, wir haben noch eine Frage hier. Also ich hätte analog, hätten wir eine Runde da, gell? Okay, ja. wenn ihr mehr Zeit habt, wir haben mehr Aber Zeit. Vielleicht nehmen wir die Frage mit und vielleicht lässt sich ja irgendwie verbinden. Ja. Also die Frage ist aus dem Chat und zwar geht es Richtung SPÖ-Position zum Bundestrojaner noch einmal zum Nachhaken. Warum zum Beispiel Ludwig tendenziell Zustimmung signalisiert hat und ob die Ablehnung auch wirklich eine SPÖ-weite Position ist. Und das Gleiche dann auch noch einmal Richtung die Grünen. Okay, wollen wir vielleicht die anderen zwei Fragen auch noch nehmen, weil das muss ich jetzt sammeln. Guten Abend, Cornelia Diewocke, ich bin selbstständige Journalistin. Und dadurch, dass wir ja unmittelbar jetzt in Österreich vor einer Nationalratswahl stehen, möchte ich eine für mich persönlich sehr naheliegende Frage an Schwarz und Grün richten, also an die Vertretungen dieser beiden politischen Couleurs. Und zwar, welches Ausmaß in etwa messen Sie der Wählerschaft zu, ja, eben zu diesen Themen digitaler Bereich, ja, und auch Meinungs- und Pressefreiheit. Glauben Sie, ist das der Wählerschaft wirklich sehr wichtig oder gibt es andere Themen, die der Wählerschaft mehr unter den Nägeln brennen? Danke. Ich hätte auch noch zwei Fragen. Frage 1 ist, wir haben gerade gehabt in Amerika das Aufdecken von russischen Desinformationskampagnen über Influencer und Co. Wie schaut es da aus in Österreich? Der Spagat zwischen Redefreiheit und Desinformation ist ein ziemlich spannender. Was sind da die Ansätze der Parteien? Würde mich interessieren. Und noch eine Frage, falls noch Zeit ist. Wir haben vor dem Sommer NIS 2 nicht durchbekommen im Parlament. Was da jetzt die Visionen sind der einzelnen Parteien? Was muss geändert werden am aktuellen Vorschlag, damit wir einen Konsens finden im Land, um das durchzusetzen? Okay, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir machen einfach noch mal eine Runde. Wir haben jetzt hier irgendwie weiter analoges Leben. Wer dazu noch die Vorschläge zur Umsetzung von diesem seiner Partei erklären will, wir haben die Frage nach dem Bundestrojaner explizit an die SPÖ mit den Aussagen von Michael Ludwig und an die Grünen. Und dann war die Frage an Volkspartei und Grüne bezüglich der Bedeutung von Digitalthemen im Vergleich zu anderen, nehme ich an. Und zuletzt waren jetzt nochmal die Punkte bezüglich russischer Desinformation. Gibt es das auf der Insel der Seligen oder sind wir da immun? Und dann noch die Frage nach der NIS-2-Umsetzung, die, glaube ich, den Beteiligten hier allen bekannt ist, wo die Richtlinie eine Deadline hat, Ende des Monats. Wie wollen wir machen? Ja, ich fange gerne an. Zum Thema Recht auf analoges Leben noch kurz nachgeliefert. Also, wir haben uns auch intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und ich will auch betonen, das ist nicht nur Altersfrage, sondern einfach auch eine Frage auch des persönlichen Wunsches beispielsweise, dass ich einfach analog leben möchte und nicht digital. Wir haben daraufhin auch im Juni das E-Government-Gesetz auch dahingehend angepasst, dass wir es erweitert haben, nicht nur auf das Recht auf digitalen Zugang, sondern auch, dass weiterhin Formen von analogen Zugängen auch weiterhin bestehen soll. In der Umsetzung heißt das beispielsweise, dass wir die Gemeinden stark mit an Bord nehmen, dass wir regional die Möglichkeit schaffen, dass ein Gemeindebürger, eine Bürgerin auch auf das Gemeindeamt gehen kann. Die bekommen auch Mittel zur Verfügung gestellt, damit die auch diese zusätzlichen Aufgaben natürlich auch finanziert bekommen. Aus einer Verwaltungssicht ist uns die Form der Digitalisierung aber schon wichtig. Ja. Zum einen bringt es eine Verwaltungsvereinfachung, es ist auch kosteneffizient, was wiederum bedeutet, dass Steuergeld eingespart werden. Und wenn ich natürlich Anträge hauptsächlich digital hereinbekomme, dann bedeutet das, dass ich sie vielleicht schneller bearbeiten kann, automatisiert bearbeiten kann, mit Unterstützung vielleicht von Technologien oder Ähnlichem. Aber ich schaffe dadurch halt Effizienz, weil wenn mich ein Fördersystem
an Personalkosten so viel kostet, wie eine Förderung auszuschütten, dann muss man die Sinnhaftigkeit hinterfragen. Und das gibt's. Und das ins Gleichgewicht zu bringen, sowohl das Recht auf analogen Zugang als auch mit Steuergeldern sinnvoll umzugehen und trotzdem die Mittel zur Verfügung stellen, ist eine große Herausforderung, die wir auch begegnen wollen. Das Thema Digitalisierung und Medienfreiheit, muss soweit realist, glaube ich, sein, dass halt in, auch ich bin derzeit im Wahlkampf viel unterwegs, ja, und wenn ich mit Menschen rede, dann gibt es andere Dinge, die sie vordergründig derzeit beschäftigen. Das ist das Thema Migration, das ist das Thema Arbeitsplatzsicherheit, das ist das Thema Teuerung, das ist Lebensstandards insgesamt. Ja. Also es ist schade. Wir bewegen uns da sicherlich auch in einer gewissen Blase, weil das ist unser Hauptthema, das wir vielfach auch betreuen und wo wir mit vielen Stakeholdern in diesem Bereich zu tun haben, denen das ein wichtiges Anliegen ist. Aber wenn ich in die Breite schaue, ist es vielleicht eher ein nebensächliches Thema, leider Gottes. Ja. Und das heißt aber nicht, dass es von der politischen Wahrnehmung ausgeschlossen sein darf, nur weil es jetzt nicht die breite Masse definiert. Desinformationskampagne, absolut ein Thema, absolut. Ja. Es ist ja, Deutschland hat ja aufgezeigt, wie viele gefälschte Accounts, die da aufgezeigt haben und sonst irgendwas. Und das ist ein Phänomen, das wir uns auch bewusst sind. Ich wollte es jetzt nicht dem Kollegen vorwegnehmen, aber auf Initiative auch der Grünen gab es einen Antrag zuletzt noch im Parlament, um ein Gremium zu schaffen, das sich vor allem TikTok widmet, wo sehr viel jetzt da auch an Desinformation geliefert wird, wo wir auch leider Gottes die Phänomene sehen von islamischen Staat, ja, wo die Menschen aufgehetzt werden, aufgerufen werden und dann selbst in Deutschland auf die Straße gehen und nach dem Kalifat rufen oder Ähnlichem. Ja. Also, und da geht es weniger darum, also was ich nicht will, ist, dass der Staat belehrend auf einmal ist oder sowas wie ein Wahrheitsministerium sagt, und das ist die richtige Information, also das uns anzumaßen dürfen wir nicht. Aber wir müssen halt auch andere Narrative schaffen. Wir müssen Plattformen unterstützen, die zum Beispiel Fakten checken, ja, beispielsweise, damit auch irgendwo auch ein Gegengewicht ist zu vielen, das halt im Internet kursiert. Ja. Und bei der Bildung ansetzen natürlich auch. Medienbildung hat durchaus einen höheren Stellenwert bekommen in der letzten Legislaturperiode, indem wir das Fach digitale Grundbildung auch etabliert haben, wo auch im Lehrplan ganz klar das Thema auch Medienkompetenzen stärker gefördert wird. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich sehe bei den Jugendlichen weniger das Problem, sondern ich sehe es im Mittelbau, wenn ich die Altersgruppe meines Vaters oder Ähnliches anschaue, die vielfach Dinge teilen oder Ähnliches im Netz und oft sich gar nicht Gedanken darüber machen, woher ist die Quelle, woher stammt das und sonst irgendwas, welche Inhalte werden da transportiert. Also ich glaube, das setzen wir an mit einer digitalen Kompetenzoffensive, wo es sehr viele Workshops in ganz Österreich gibt, um auch hier Basiswissen mitzugeben. Das ist nicht nur Medienkompetenz, aber vieles andere auch in dem Bereich. Und NIS 2, und da werden wir jetzt wahrscheinlich gegenseitig unterschiedliche Positionen hören. Ich hätte das Gesetz gerne noch umgesetzt im Juli-Plenum, ja. Das hat sehr, sehr lange auch in der Verhandlung gedauert. Meines Erachtens nach, die wichtigsten Stakeholder aus Wirtschaft und Wissenschaft sind eingebunden worden. Gibt es gegenteilige Meinung. Und ich glaube, dass wir ein sehr gutes Gesetz auf den Tisch gelegt haben. Ja, es ist leider Gottes aufgrund der Zweidrittelmehrheit, die benötigt worden ist, nicht umgesetzt worden. Zweidrittelmehrheit deswegen, weil wir müssen ja in die Gemeinde, in die Länderkompetenzen eingreifen, weil sonst da haben wir im Endeffekt 10 NIS-Gesetze in Österreich, weil jedes Land auch zuständig ist für gewisse Teilbereiche und Branchen in Österreich. Und das wollten wir verhindern. Dafür braucht es aber zwei Drittel Mehrheit, damit wir in diese Landeskompetenzen eingreifen. Es wird Gegenstand der nächsten Regierungsverhandlung sein müssen. Wir sind in Umsetzungsverpflichtung. Ja, das wird auf jeden Fall kommen. Ich hoffe, schneller als später. Ja. Herr Zauber. Gut, ich fange auch mit dem analogen Leben an. Ich stimme den Wortmeldungen zu, und auch der Antrag von uns wurde ja schon mir vorweggenommen, wie der zweite Antrag, der auch schon vorweggenommen wurde. Aber vielleicht auch in eine Perspektive reinzubringen. Ich sehe in Österreich hauptsächlich das Problem nicht beim Recht auf analogen Leben, sondern Recht auf digitales Leben. Und ich glaube, je mehr Menschen digitale Angebote nutzen in Behördenwegen, öffnet das mehr Ressourcen für jene Menschen, die es analog machen möchten oder können oder müssen. Und ich glaube, dass man da auch die Dinge, die wir bis jetzt geschafft haben, noch weiter ausbauen müssen für jene, die es digital erledigen möchten, damit diese Ressourcen auch frei werden, die ja gebündelt werden, weil wenn ich das nicht anders machen kann, muss ich ja auch hingehen, dann kann das ja für jene Menschen zur Verfügung stehen.
die es analog machen müssen. Die Frage nach dem Bundestrojaner, die im Chat gekommen ist, darf ich die nochmal hören? Ich habe die jetzt nicht ganz verstanden. Ja, SPÖ und Grüne. Ach so, doch. Ja. Genau, die Frage war, ob das eine bundesweite Position ist. War immer eine bundesweite Position von uns. Ich meine, wir sind ja auch in der Bundesregierung gewesen und haben es jetzt 5 Jahre lang nicht umgesetzt und die letzten 2 Wochen wird es jetzt alle passieren. Somit ist das aus meiner Sicht beantwortet, aber nein, es ist ganz klar, die Grünen haben da seit Jahren eine klare Positionierung bei anlasslose Massenüberwachung und speziell auch beim Bundestrojaner, das wird sich nicht ändern. Ob ich mir wünschen würde, bei den Wählerinnen und Wählern das Thema Pressefreiheit, Netzpolitik, Digitalisierung einen größeren Stellenwert hätte, ja. Aber muss man halt auch soweit realistisch sein und sich auch das zugeben. Es gibt auch, man kennt das ja auch im politischen Alltag, es gibt Abgeordnete, die sind prominenter unterwegs, die kennen auch viel mehr Leute und es gibt halt ein bisschen netzpolitische Sprecher und Digitalisierungssprecher, die man vielleicht nicht so sehr kennt oder nicht so oft in den Medien sieht. Aber dennoch finde ich, dass wir eine essentielle Aufgabe übernehmen und ich möchte auch meinen Kolleginnen und Kollegen danken, und weil auch manche von ihnen auch ihre Karriere einen Punkt setzen nach einigen Jahren, für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Frau Kucharowicz und auch Eva Dier, wir haben jahrelang sehr, sehr gut zusammengearbeitet in dem Bereich. Und es ist schon ein Politikbereich, wenn wir jetzt die Sicherheitsthemen rausnehmen, einer, wo wir recht offen miteinander diskutieren können und sachorientiert arbeiten können, was in den anderen sehr beliebten Politikfeldern nicht immer der Fall ist. Das heißt, wir haben uns schon mehr Fans verdient, so alle gemeinsam. Dafür mag ich das Internet. Ja, russische Desinformation ist nicht nur russisch. Ich glaube, wir haben auch aus verschiedensten Bereichen der Welt Desinformationskampagnen, die in Europa und in Österreich laufen. Zuletzt im Zuge der EU-Wahl hatten wir auch Voice of Europe, hat das, glaube ich, geheißen, und prominente Fälle aus Deutschland, die ganz klar gezeigt haben, wie das auch funktioniert. Und da haben wir einfach ein Einfallstor, auch in der Politik, auch im Parlament. Und das ist die FPÖ. Und da müssen wir aufpassen, weil es sind nicht nur TikToks, wo wir auch klare Problemfälle sehen, an denen gearbeitet werden müssen, aber es gibt auch politische Parteien, die absolut zugänglich für Außeneinwirkung sind und da müssen wir dagegen arbeiten und auch politisch dagegen vorgehen. NIS 2, ich sitze wahrscheinlich zwischen den beiden Positionen ein bisschen. Ich finde, wir hätten das im Juni machen können, es hat die Zweidrittelmehrheit gefehlt. Mit dem Entwurf war ich nicht 100% zufrieden, aber es ist etwas gewesen, womit man hätte leben können. Ich glaube, das Problem wird gar nicht so groß sein, bei der kommenden Bundesregierung das rasch umzusetzen. Es gibt ja mehrere Entwürfe, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die man umsetzen kann. Ich glaube, dass, wie auch immer diese nächste Bundesregierung ausschauen wird, dass das relativ rasch umzusetzen ist. Aus der Sicht der Unternehmerinnen und Unternehmer verstehe ich, dass die Rechtssicherheit nicht gegeben ist. Aber aufgrund der Cybersicherheit muss ich sagen, dass viele Dinge, die im NIS 2 festgeschrieben sind, ohnehin von vielen von den Unternehmen, die hauptsächlich betroffen sind, schon in irgendeiner Art und Weise umgesetzt sein sollten. Also ich glaube nicht, dass jetzt da irgendein Unternehmen dabei ist, dass sich denken wird, oh mein Gott, was ist da drinnen, das kann ich niemals umsetzen. Ich glaube, so schlimm steht es noch nicht um unsere Cybersicherheit. Dominier durch, oder? Damit bist du durch, ja. Passt. Letzten Punkt nur, ich will nur anmerken, es gibt bei NIS 2 nämlich ganz deutlich auch eine Geschäftsführerhaftung. Ja. Also ich glaube, das ist nicht den Unternehmen noch nicht ganz wurscht. Aber ist ja noch nicht umgesetzt. Frau Holzegger, bitte. Genau, ich möchte auch ganz als erstes eben zum Recht auf analoges Leben sprechen. Ich würde da sehr stark differenzieren zwischen auf der einen Seite dem öffentlichen Sektor, dem öffentlichen Bereich. Staatliche Dienstleistungen sind jetzt schon offline möglich. Da würde ich eher in die Kerbe schlagen, man muss die Prozesse im Hintergrund vereinfachen, die digitalen Prozesse. Warum? In den nächsten Jahren gehen 1/3 der Beamten in Pension. Können wir nicht nachbesetzen? Das geht nicht. Nicht nur fehlen uns in den Schulen die Lehrkräfte, sondern auch im Staat, in der Verwaltung, die Personen, die das Ganze umsetzen. Und da bietet Digitalisierung einen großen Mehrwert. Auf der anderen Seite die Privatwirtschaft. Sie haben es gesagt, Banken. Das sehe ich relativ kritisch. Neos war auch fürs Recht auf Bargeld, aber Banken
sehe ich nicht, wie man das durchsetzen kann, dieses Recht auf analoges Leben. Einfach weil so viele Fragen sind. Wären alle Banken verpflichtet, dass sie Filialen in jedem Ort haben? Wie viele müssen Filialen haben? Wo sollen die stehen? Und es gibt auch reine Online-Banken. Es gibt auch Banken, die im Ausland sitzen und die Geschäfte machen. Und das sehe ich schon eher kritisch. Und es ist ein guter Wahlkampfaufruf, aber ich glaube, umsetzbar ist es nicht. Ich sehe vielmehr die Politik in der Verantwortung, die Angst vorm Digitalen zu nehmen, einerseits mit Safeguards, dass die Daten, dass alles sicher ist, da haben wir viel Aufholbedarf. Aber auf der anderen Seite gibt es auch tolle Initiativen, die das Digitale ein bisschen näher zu verschiedenen Bevölkerungsgruppen bringen. Sei es ältere Personen, die in Gruppen lernen, wie sie diverse Dinge online lösen können. Sei es eher von bildungsschwächeren Hintergründen. Da gibt es ganz, ganz tolle Workshops, wo gezeigt wird, wie kann man KI einsetzen, um Bewerbungsunterlagen richtig zu machen. Und da sehe ich die Politik tatsächlich sehr stark in der Verantwortung, diese Angst zu nehmen. Zu guter Letzt werde ich noch auf die Redefreiheit, Desinformation eingehen. Es ist ganz klar, wir brauchen Aufklärung, wir brauchen Bildung, es ist die Quellenkompetenz schon angesprochen worden. Und ich sehe auch das riesige Sicherheitsrisiko, das auch im Parlament sitzt, mit einer Partei, die einen Freundschaftsvertrag mit Putin, mit der Partei von Putin hat. Ja, bitte. Ist er schon aufgelöst? Ist er schon aufgelöst? Ja, passt. Aber ja, da wird auch Desinformation verbreitet. Und das ist tatsächlich ein Riesensicherheitsrisiko. Ich glaube, das nächste Parlament, die nächste Regierung muss auf jeden Fall die Priorität haben, diese Desinformation auch in die massenhaft verbreitet wird, der Herr zu werden, weil das ist nichts weniger als demokratiegefährdend. Und das wollen wir hoffentlich alle nicht. Herr Daimek, wie sieht es bei Ihnen aus? Sie sind jetzt auch ein paar Mal angesprochen worden. Vielleicht doch gleich die Antwort, ob der Vertrag noch gültig ist. Der Reihe nach durch ist schon mal richtig angesprochen worden. Man muss unterscheiden zwischen öffentlichem Bereich und nicht öffentlichem Bereich. Im öffentlichen Bereich geht es einmal darum, wie auch schon gesagt, Digitalisierung weiterzutreiben. Das ist eine absolut wichtige Geschichte. Auf der anderen Seite geht es um Diskriminierungsfreiheit. Es gibt Menschen, die nicht können, nicht wollen. Und da geht es um die Schnittstellen. Das heißt, der Prozess soll auf jeden Fall digital laufen. Aber dass jemand, der nicht kann oder nicht will, sich dessen bedient, braucht ja Schnittstelle, ein Büro, sonst irgendeine Stelle, wahrscheinlich werden das im Bereich der Kommunen sein, wo die dann den Prozess anstoßen können und die Ergebnisse kriegen. Diskriminierungsfreiheit wird immer wieder gefordert. Das ist ein ureigener staatlicher Bereich. Man sollte sich auch einmal von Seiten der Regierung darum kümmern, egal wer jetzt in der Regierung ist oder nicht, die Diskriminierungsfreiheit. Zweites Thema, das angesprochen wurde, das letzte vorziehen, ganz kurz, weil es schnell geht. Wir haben Epicenter Works und Sie als Experten genommen. Es gibt viele, viele Schwachpunkte in diesem Entwurf, die angesprochen worden sind von der Konzentrierung auf das Innenministerium, das nicht nur kommunikationsschwach ist, sondern eigentlich eine andere Aufgabenstellung hat und, und. Also da gibt es viele Schwachpunkte, wo ich sage, ich bin einmal froh, wenn man von Seiten der derzeitigen Bundesregierung überhaupt einen Entwurf einmal vorstellt und diskutieren lässt. Oftmals war es ja dann so, dass man einen Initiativantrag gemacht hat, dann haben die Abgeordneten, die dafür zuständig sind, unterschreiben müssen, wie wenn das ein eigener Antrag gewesen war. Wie viele Abgeordnete der 183 können selber an so einen Gesetzestext schreiben? Das ist Vortäuschung falscher Tatsachen. Dazu braucht es Legisten, die gibt es nur im Ministerium. Wir haben im Parlament keinen Legislativdienst dazu.
und dann tut man so, wie wenn das aus dem Parlament gekommen wäre. Also bleiben wir vielleicht wieder bei den alten parlamentarischen Prozessen, eine Begutachtung, 6 Wochen oder so, auch wenn es zeitlich dringend ist, dann das Ganze, die Reaktionen einsammeln, Einstimmigkeit in der Bundesregierung und dann vielleicht den parlamentarischen Prozess anstoßen, würde uns allen ganz gut tun. So, und zum dritten Thema der Meinungsfreiheit versus der Einflüsse von anderen Ländern. Also ich bin einmal so froh, dass sich die Grünen dazu outen, und sie haben da eine traditionelle politische Tradition, festzulegen, was ist Fake News, was ist von irgendwelchen anderen Leuten beeinflusst, und dann haben wir noch gleich weiter mit der Frau Faeser, die dann in einem Polizeisicherheitsgesetz festlegen möchte von Staatsseite, was jetzt Fake News ist und was die Wahrheit ist. Also recht weit von 1848 sind wir nicht mehr. Das sollte dann gleich das Wahrheitsministerium machen. Und der Einfluss im Parlament durch andere Meinungen. Meinungen sind was anderes. Einfluss aus Russland ist was anderes. Bitte stehen dazu, wenn Sie es schon machen. Unterbrich mich 20 Mal, es nutzt ja nichts. Wenn Sie gewisse Meinungen, die sehr wohl legal sind, weil Sie nicht das Zivilrecht oder das Strafrecht tangieren, wenn Sie die verbieten wollen, dann sagt es einfach. Wer verbietet was? Du hast gesagt, wir brauchen unbedingt Maßnahmen, um Meinungen der FPÖ zu unterbinden, nein, weil die ja irgendeinen bösen Vertrag hätten. Schau, das ist das Problem mit den Fake News bei der FPÖ, dass ihr behauptet Zensur. Dinge, die niemand gesagt hat. Das sind genug Leute, die da mitgeschaut haben, was ich gesagt habe. In der DDR war das alles legal, die haben das machen können. Wir stehen eher darauf, dass wir Zensur nicht haben wollen. Egal, bei uns darf man auch grüne Meinungen haben, das ist kein Problem. Aber solange wir das Strafrecht und das Zivilrecht nicht verletzen, dann muss man seine Meinung sagen können. Auch von anderen Parteien. Und auch von anderen Ländern? Na, selbstverständlich. Auch aus Russland? Eine Methode, wie es zum Beispiel in Twitter ist, mit den Kommentaren drunter ist, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber wer legt fest, ob eine Meinung geäußert werden darf oder nicht, ob sie jetzt angenehm ist oder nicht? Wir haben Regelungen, richtig, das Strafrecht. Genau, das Strafrecht. Und deswegen braucht es auch gut ausgebildete Moderatorinnen, die das Ganze transparent machen. Das ist die Verantwortung und Pflicht der Plattformen. Und wenn sie es nicht erfüllen, gilt sozusagen eine stärkere Rechtsdurchsetzung zu erwirken. Genau. Bis hin zu Klagen. Ich wollte das nur ganz kurz, weil da explodiere ich, wenn ich das so sagen darf. Aber Frau Kucharowicz, weil dann haben Sie auch gleich das letzte Wort. Super. Sie müssen sich mit dem Wiener Bürgermeister herumschlagen und dürfen noch eben die 2 Fragen zu russischer Desinformation und NIS-2. Ich habe notiert, vielen Dank. Ich habe es notiert, ich habe die 3 Fragen noch offen. Dankeschön. Zum einen zum Bürgermeister Ludwig. Soweit ich den Artikel richtig verstanden habe, ging es ihm um einen verfassungskonformen Vorschlag. Der ist mir nicht bekannt und dementsprechend ist Bundesparteilinie, gegen den Bundestrojaner zu sein. Ich hoffe, dass ich das in der Deutlichkeit nochmal rübergebracht habe. Das ist zur Frage 1, die über den Chat reinkam. Zur Frage 2, Desinformation. Ja, das Um und Auf ist Bildung, aber ich möchte auf Transparency International hinweisen, die eigentlich vor Jahren schon gesagt haben, dass es ein Expertengremium benötigt, das dezidiert nicht in einem Regierungsressort angesiedelt werden sollte, weil es gab ja kurzzeitig mal, erinnert es euch an den digitalen Krisenstab, der im Bundeskanzleramt eingerichtet wurde, unter Sebastian Kurz noch, wo Medien versucht waren, also wo es wurde versucht, hier Medien auch dementsprechend zu instrumentalisieren. Sowas soll es bitte nicht sein, sondern die Idee wäre, das Ganze ehrlich gesagt ins Parlament zu holen. Und da geht es auch nicht darum, Eva, weil du gesagt hast, was richtig oder was falsch ist, sondern unter Einbeziehung der Wissenschaft, des Journalismus, der Expertinnen und Experten hier wirklich fundierte Positionen dementsprechend auch zu erarbeiten als Unterstützung, ehrlich gesagt, für Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Also das eine ist sozusagen der Bildungsbereich, das andere ist etwas zu institutionalisieren. Das ist jetzt nicht meine Idee, sondern ich verweise hier auf einen Vorschlag von Transparency International. Und ich glaube auch, dass Desinformationspapiere oder Aktionspläne dagegen zu wenig sind. Unsere Demokratie ist in Gefahr und ich finde, es gilt alles zu tun, um das dementsprechend auch abzuwenden. Aber ich sage es in der Offenheit, unzureichende Antworten von Seiten des Innenministers bekommen, was den Krisenstab, was diese Komponente anbelangt. Diese Anfragen habe ich gestellt, aber die Anfragebeantwortungen waren zum Teil sehr unzureichend und zum Teil wurden sie nicht beantwortet, weil hier sozusagen
Staatsinteresse darüber stehen würde. Und das dritte, NIS-2-Verordnung, ich würde gerne begründen, warum wir als Sozialdemokratie der Zweidrittelmehrheit, also keine Zweidrittelmehrheit gewährleistet haben. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wir wissen, dass seit Jahren das NIS-2 im Oktober 2024 implementiert werden muss. Wir haben als Parlament einen Entwurf erhalten im April oder im Mai. Wir haben erzwungen als Opposition, dass es ein Hearing im Ausschuss gibt mit Experten. In dem Fall waren zwei Männer geladen. Ja? Wir haben das erzwungen. Und man hat mit uns niemals ernsthafte Gespräche als Oppositionsfraktionen geführt. Das ist die parlamentarische Sichtweise und Komponente. Das war es aber noch nicht. Ich würde es ja gerne inhaltlich auch begründen. Ein Superministerium zu schaffen, wo sowohl die Implementierung als auch die Kontrolle in einem Ressort liegt, stellt ein bisschen einen Zielkonflikt dar, würde ich meinen. Das ist ein grober Kritikpunkt. Das wäre ja alles im Innenressort sozusagen beheimatet gewesen. Oder das ist der Plan der Bundesregierung. Oder in Wirklichkeit der Regierungsfraktionen, weil, wie schon gesagt, das war ein Initiativantrag der Abgeordneten. Der zweite Punkt ist Superministerium. Es hätte viel, 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 viel mehr Personal benötigt, als wir aktuell an Expertinnen und Experten in dem Bereich haben. Nicht, also man kann ja nicht von heute auf morgen 2000 Leute aus dem Boden stampfen oder 600. Ja? So war Daumen mal Pi die Rechnung des Ressorts. Das Ganze mit Oktober. Das dritte ist, wir haben in einigen Passagen offen gesprochen die Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür vermutet. Wir haben davor schon über den Bundestrojaner, da habe ich ein bisschen erläutert, Historie, wie was peu à peu sozusagen vonstatten geht und wie das passiert ist in der Vergangenheit. Und das waren für uns wirklich ganz, ganz vehemente Kritikpunkte. Und das vierte, ich sage es Ihnen ehrlich, auch wenn die Kollegin Himmelbauer das anders sieht, zwei Runden mit Stakeholdern zu machen, aber nicht die gesamte Zivilgesellschaft und vor allem Experten und Expertinnen aus der Wissenschaft auch einzubeziehen, halte ich für völlig falsch. Und das war eine Horuck-Aktion, leider, im parlamentarischen Prozess, leider. Und mit der sich, und da gebe ich dir recht, mit der sich die neue Bundesregierung dezidiert auseinandersetzen muss. Und da würde ich gern einen Schlusspunkt setzen. Dankeschön. Ja, neue Bundesregierung, das ist auch gleich das Schlusswort, finde ich, weil dann werden wir uns wahrscheinlich wieder in einer anderen Form hier wiedersehen. Der netzpolitische Abend wird auf jeden Fall weitergehen. Für heute war das aber alles, wofür wir noch Zeit haben. Ich bin sehr froh, dass wir es noch vor 20 Uhr schaffen, weil es sehr viel Gesprächsbedarf gibt. Ich glaube, wir hätten noch viel länger reden können. Ich will mich bedanken bei allen Diskussionsteilnehmerinnen und auch beim Publikum. Diese Sendung gibt es nachzuhören, nachzuschauen auf netzpolitischerabend.wordpress.com und auch auf den Kanälen von den Organisationen, die hier auch heute eingeladen haben. Und damit bleibt mir nur noch Ihnen zu danken und bis zum nächsten Mal.